Hallihallöchen! Na, was geht, ihr Lieben? Ich seid auch wieder am Start und natürlich bin ich weiterhin Karl wie sonst was. Aber kleines Update für euch. Die Kruste ist ab, es läuft, es juckt zwar tierisch, ich möchte schon permanent kratzen, aber ich halte Stand. Wir halten aber übrigens an anderen Fronten auch Stand, und zwar an der KuchenTV und Showjoker-Front halten wir weiterhin die Stellung. Wir werden weiterhin alles kommentieren, was so hier geschieht, und wir versuchen geistig nicht komplett matsch zu gehen. Ihr kennt vielleicht sogar meine letzte Reaction, wo ich alles durchgegangen bin von Dave, beziehungsweise ich gebe zu, nicht alles. Ich habe übersehen, dass er nochmal Unterposts gemacht hat. Da waren nochmal 5 Videos, aber ich habe keine Punkte mehr gefunden. Deswegen habe ich das nicht nochmal reingenommen. Denkt einfach dran. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt mit dem Video. Das heißt, wir machen die Musik aus. Tada, tada. Denkt dran, unten in der Beschreibung, wie immer, das Original. Und wenn ihr dabei seid, ihr kennt den Spruch. Abonnieren, nicht genieren, genieren. Oh mein Gott, das war irgendwie nichts Gutes. Egal. Also, es geht los. KuchenTV. Ekelhafte Lügen und Hetzen von Chuyoka. Der Titel ist mir zu lang. Womit haben wir das Thema verdient? Ja gut, ich habe gesagt, ihr könnt mich bestechen, aber nichts kam. Ich habe niemanden umgebracht. Nichts. Alles. Ja, du, ganz ehrlich, Paddy ist immer schuld. Denk dran. Der Lügen. Chuyoka hat in 2 Streams mal wieder super lange über uns geredet. Ja, sehe ich genauso, ha, aber leider klappt das nicht. Na, vorsichtig, einfach ein bisschen mehr drauf achten. Arm, bleib stabil. Redet, gelogen, gehetzt und einfach nur Müll erzählt. Und aus. Übrigens, kann das sein, dass ich vielleicht irgendwie verrutscht bin? Ich habe vergessen, das umzuswitchen. Ich mag es lieber so rechtslastig zu sein. Und damit meine ich nicht meine politische Einstellung. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ich weiß ja, wie manche hier zu ticken. Aus dem Grund bin ich jetzt auch einfach auf Twitch gesperrt. Sie hat nämlich gefühlt 500 Tweets gemacht, wo sie Twitch markiert hat. Leider nur gefühlt, nicht tatsächlich 500, das wäre nämlich interessanter geworden. Ich weiß, perfekt. Nachdem sie mich schon meldete, was jetzt dafür gesorgt hat, dass Twitch anscheinend erstmal eingebrochen ist und mich von der Plattform gesperrt hat. Ist ja auch die deutsche. Ist auf jeden Fall sehr krass, dass er gebannt wurde. Das wird nicht halten. Da bin ich mir so ziemlich sicher. Ich werde jetzt übrigens nicht nochmal das vom letzten Mal thematisieren, was ich alles gesagt habe, wegen, dass sein Stream soweit größtenteils gepasst hat, nur am Ende alles, ihr wisst schon Bescheid. Wir gehen jetzt nur auf die Punkte ein, die er nochmal anspricht. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich stimme ihm hundertprozentig zu. Nee. Kritik habe ich auch schon geübt. Ja, mein lieber Tim. Das mache ich auch. Ich glaube, er wäre auch so gesperrt worden. Naja, du wirst ja nur gesperrt, wenn du Meldungen erhältst. Wenn du aber nur eine Meldung erhältst oder 500 Meldungen erhältst, ja, was wird dann eher gesperrt? Muss man halt so sagen. Ne? Also die Masse macht es manchmal auch aus. Einzig sieht bei ihm aber auch anders aus. Ja, das muss ich sagen. Er hat jetzt gerade auf Instagram einen Reel hochgeladen. Und ich weiß nicht, warum, was er damit bezweckt hat. Aber für mich war das ein sehr ekliger Take. Es ging darum, er hat einen Reel gezeigt, wo eine Frau mit einem Baby in der Hand Staub gesaugt hat und hat gesagt, ja, ich, Haushalt, Kind, etc., Mann, Arbeit. Na, man kennt das. Na? Also die sehr, sehr alttypische Rollenverteilung, die heutzutage nicht mehr so sein sollte, typischerweise, nur wenn man es möchte, selber möchte. Und er hat dann wirklich ein paar Sprüche gebracht, wo ich dachte, Alter, dann habe ich auch extra drunter geschrieben, ist das ein soziales Experiment oder warum dieser L-Take? Es war einfach ein L-Take. Er hat schon allein gesagt, ja, wenn die Frau dann kalbt. Jeder weiß, dass das so eine Ausdrucksform, so eine eklige Ausdrucksform. Sowas geht einfach nicht. Und das kritisiere ich bei ihm total, Alter. Was soll der Scheiß? Du kannst doch ganz normal berichten, dass du sagst, hey, also es ging wirklich um die Thematik, die Frau weiß doch vorher, dass der Mann wahrscheinlich faul ist und nichts macht. Er hat im Grunde der Frau sozusagen den Schuh schon angezogen, dass sie schuld ist dran, dass sie einen Scheißtypen geangelt hat, einen Arschlochtyp, ne? Und das kann man vielleicht sogar noch mit einer normalen Umgangssprache, kann man ja mal kritisieren auf andere Aspekte. Ne? Das kommt jetzt auf die Perspektive an, wie man es sehen möchte. Aber die Umgangsform, dieser Ton, Alter, da dachte ich mir so, nee, das hat er jetzt nicht gebracht. Deswegen,
Alter, das war so eklig. Das hat sich so eklig angehört, wie er das gesagt hat. Eigentlich, egal, ob ich ihn so als Creator so mag oder nicht, aber kritisieren werde ich ihn trotzdem. Ist mir scheißegal. auch bei weniger wird gesperrt, bei dem, was er gesagt hat und getan hat. Das ging gegen die TOS, ja. Wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich dann in Zukunft das sehen. Mann, da war ich beim Countdown gerade bei 10 Minuten. Ach ja, 10 Minuten hatte ich noch, fast eine Stunde rum. Hey Jesse, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Lang nicht mehr gesehen. Ja, so schnell vergeht die Zeit, das weiß man doch. Das ist wie bei den Kindern. Gerade haben sie noch eine Windel geschissen, jetzt gehen sie schon Richtung Abitur. Als ein Knöchel habe ich mir als Kind in mein Trapez angebrochen. Ach du Scheiße, wegen so einer Kackkiste. Haares, naja, Türklinke. Bin nachts gegengelaufen und das dreimal, okay. Sorry, du weißt, aber es klingt schon witzig, ne? Das ist nicht böse gemeint. Daumen war gesplittert, weil beim Sport jemand voll auf den Daumen gesprungen ist und au! Und der Rest ist einfach wegen dem Rheuma, habe ich fast meinen kleinen Finger verloren. Scheiße. Ich bin froh, dass du das trotzdem mit Humor noch nimmst. Gut, im Grunde kannst du auch nicht mehr wirklich viel dran ändern. Deswegen immer mit Humor nehmen. Aber schon krass. Ich will ja nichts sagen, aber jeder, dass jeder sein Glück schmiedet und nicht nur, dass jeder bestimmt, wer man ist. Das stimmt. Jeder kann entscheiden, wer man ist. Aber es gibt trotzdem Einflüsse, die du selber nicht mehr beeinflussen kannst irgendwann. Wow, alles ziemlich dumme Zufälle eigentlich. Ja, leider, aber trotzdem wird wiedererkannt. Okay, leider wiedererkannt. Krass. übrigens, Jesse, ich habe es auch Alex gesagt, diese Woche Samstag. Bock, kommt gerne vorbei, gell? Also nur, damit ihr Bescheid wisst. So. Entschuldigung. Hätte ich bessere Möglichkeit, als selbstkritisch zu seinen Fehlern zu stehen. Nachdem ich auf Twitch gesperrt worden bin, ja auch die deutlich bessere Möglichkeit, als selbstkritisch zu seinen Fehlern zu stehen. Nachdem ich auf Twitch gesperrt worden bin, habe ich natürlich angefangen, bei YouTube zu streamen. Auch das hat Shoyuka nicht ganz so gut gefallen, weswegen sie in den nächsten Tweets dann direkt YouTube markiert hat, in der Hoffnung, dass... HuhnTV ist auch Twitch gebannt. Keine 2 Minuten später wird öffentlich gemacht, dass er jetzt gegen Twitch geklagt wird und ein neuer Ort zum Streamen gesucht. Es ist wichtig, dass YouTube Creators jetzt dort nicht einen weiteren Hate-Stream ermöglicht. Bitte bleibt laut. Und genau das ist hier jetzt die Thematik, eine falsche Thematik meiner Meinung nach, weil sie hat ihr Ziel erreicht, er wurde auf Twitch gebannt. Ihn jetzt komplett auf jeden Social Media bannen zu wollen, obwohl er gegen YouTube TOS nicht verstoßen hat, das ist dann halt eine andere Sache. Das ist dann zu viel. Man muss es einfach sagen. Er hat gegen die Twitch TOS verstoßen, auf eine Art und Weise. Ne? Wie gesagt, die letzte Stunde von seinem Stream würde ich auch sagen, das trifft so weit zu. Ich habe ja auch Dave seinen Kommentar-Dinger durchgezogen und ich habe auch 2 Mobbing-Punkte gesehen und 4 Punkte, die man als kritisch betrachten kann. Der Rest war nicht bewertbar, aber es reicht schon einmal gemobbt, um gegen die TOS zu verstoßen. Deswegen, ja, Twitch, dass es einen Bann gab, kann man noch vielleicht akzeptieren. Ein Permaban finde ich da aber auch zu viel. Und eine Hetze-Kampagne ist was anderes. Das ist halt so. Deswegen, und jetzt hier YouTube auch noch versuchen zu sperren, ist wirklich eine Dreistigkeit. Also eine richtige, das ist eine Hetzjagd jetzt. Das ist eine Hetzjagd. Jeder, der auf Twitter unterwegs ist oder auch auf deren Discord, merkt auch, wie hier beabsichtigt geschossen wird gegen Tim. Ne? Also es wird wirklich die Community drauf gehetzt, während Tim halt nur mit den Jungs wirklich 2 Sprüche, würde ich sagen, waren auf jeden Fall Mobbing drauf gehauen hat, aber der Rest war wirklich Kritik. Also es war eine gute Kritik. Er hat Kritik vorgebracht und das trotzdem logisch. Ne? Und darauf ist er nie eingegangen und er hat niemanden gehetzt. Das Einzige, wo man noch sagen könnte, wäre das Meme. Das war aber immer nicht direkt eine Hetze, weil ein Meme kann jeder erstellen. Deswegen, ja, nee. Also das ist auch schon ein Schritt zu weit. Ja, wobei bei dir? Gut, dass ich jetzt das Deutschland-Ticket habe. Nein. Samstag, Discord, schön gemütlich, wir alle zusammen in einem Chili-Talk. wenn der Zusammenhang von fehlender Selbstkritik anderer spricht. Wie gesagt, ihr fehlt aber wirklich die Selbstkritik. Das muss man einfach sagen. Es waren so viele offensichtliche Fehler. Ihr fehlt leider die Selbstkritik. Und ich sage extra leider, immer noch.
Ja, was sie jetzt macht mit ihren Leuten, ist eine Hetzkampagne und Cancel Culture. Ja, Cancel Culture habe ich übrigens heute Jan Böhmermann mal angeschaut bezüglich, was das ist das überhaupt. Fand ich sehr interessant. Ich habe den noch nie angeschaut. Jetzt habe ich ihn angeschaut und fand ich sehr interessant, wie man Satire dann so nutzt. Ne? Und Cancel Culture ist ja wirklich von oben nach unten die Meinung verbieten. Das ist die grobe Definition Cancel Culture. Klein machen. Ob das dann wirklich funktioniert von Shoyoka zu Tim, wer hat mehr Reichweite, würde ich jetzt stundenstark vermuten, halt Tim. Deswegen, ja, nicht ganz verstanden. Ich will ja nichts sagen, aber sehr viele tun gegen Richtlinien verstoßen. Man sieht die ganzen Poolstreams und die werden nicht gebannt, ja. Wie gesagt, finde ich aber auch sehr interessant, dass jemand, der halt, gut, es gibt keine Rechtfertigung, das Mobbing, ne, dafür muss man eigentlich bestraft werden. Es ist halt nur irritierend, warum jetzt ein Tim bestraft wird, aber der Rest, was gegen TOS verstößt, halt irgendwie gar nichts gemacht wird. Muss man halt sagen, das liegt daran, dass die Masse, ja, gemeldet hat. Ja, Perma ist übertrieben, die nehmen sich beide nichts. Ja, die nehmen sich wirklich beide nichts. Da hast du schlussendlich recht. Schlussendlich hast du recht. Er ist aber, wie gesagt, ich finde es halt so, sie macht einen Shit-Take, er macht Kritik, sie kommt mit der Kritik nicht klar, macht Falschaussagen und danach hat sich so hochgespielt bis jetzt. Das ist im Grunde der grobe Ablauf. Einfach mal schnell ausgesagt. Und das kann man auch alles nachweisen und nachschauen. Es ist aber krass. Es ist krass. Ja, habe ich mir schon gedacht, keine Sorge. Okay, ich dachte schon, nee, falsch verstanden. Schlussendlich, beide verdienen daran Geld. Naja, manche verdienen davon mehr Geld, manche nicht. Hätte sie auffangen können, hätte sie ordentlich Asche gemacht. Ne? Kann man auch gut verwenden für ihre politischen Aktionen, die sie unterfördert. Ne? Also auch gute Sachen. Es ist ja nicht so, dass sie ein böser Mensch ist. Das würde ich sie auch nicht so schätzen. Ne? Es ist auch nicht so, dass sie sich nicht auch für gute Sachen einsetzen möchte oder macht. Wie gesagt, den Detail kenne ich nicht, aber man merkt es ja trotzdem raus, auch wenn sie sehr arrogant wirkt, in meiner Meinung nach. Aber dieses Geld hätte man zum Beispiel nutzen können. Hat sie aber auch nicht gemacht. Naja, was man auch drunter gemeinhin versteht, das meine ich. Ach so, sie wollen ihn canceln und ihm, ja. Mobbing muss immer geahndet werden. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Wenn man ein Problem hat, dann klärt man das. Nee, klar, Samstag bei dir mit. Oh, nice, das freue ich mich. Wir können mal schauen, was wir machen. Wir können Serien anschauen zusammen. Ich habe ein paar Webseiten, wo wir das auch zusammen spielen können. Vielleicht haben wir auch Gratis-Spiele auf Steam, je nachdem, wer mit dem PC unterwegs ist. Wird schon ein sehr, sehr geiler Tag. Kann ich mir schon vorstellen. War schon letztes Mal geil, diesmal auch. Das ist nämlich da anscheinend auch die Plattform. Überlegt mal, wie krank das einfach ist. Das, meine Freunde, ist die Cancel Culture. Ich gehe natürlich rechtlich dagegen vor. Bis ich entsperrt bin, streame ich allerdings auf Kuchen.tv Uncut. Also wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeigucken. Wie krank Shoyoka momentan unterwegs ist, sieht man unter anderem auch an folgendem Post. Da stellt sie nämlich die Frage, ob Monte sie klatschen möchte, weil dieser im Stream geschrieben hat. Dann lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Ja. Und wie gesagt, das war eindeutig, dass es kein Grund gab, das anzukreiden. Ne? Also es gab hier keine Drohung und das wird dann eine Drohung gemacht. Und dass man dann nicht mal als Shoyoka das dann versteht. Das sind wirklich die eindeutigen Sachen, wo du denkst so, hey, da irgendwas ist doch jetzt hier echt falsch, was man dann echt nicht verstehen kann. Das ist offensichtlich eine Androhung von Gewalt. Da geht es nicht darum, privat zu sprechen und sich die Hände zu reichen, also sich zu vertragen, sondern offensichtlich möchte er dich schlagen. Habe ich auch so verstanden. Auf jeden Fall kommen diese Woche jetzt zwei Videos zu Shoyoka, weil sie halt auch in zwei Streams über mich gesprochen hat. Hier kümmern wir uns mal um den ersten Stream. Und das Beste ist, sie stellt folgende Frage. Dass mir konkret gesagt wird, ein konkretes Beispiel dafür gegeben wird, wo ich denn was Falsches gesagt habe. Okay, du möchtest also wissen, was... Oh, ey, da gibt's ja doch so viel. Es wurde so viel gesagt, es wurde so viel geredet. Wie gesagt, ich verstehe auch nicht, sie hat ja gesagt, es wurden so viele Videos über sie gemacht. Wie zum Teufel kann es sein, dass sie aber nichts davon weiß, was von Kritik ausgeübt wurde, mit konkreten Fragen? Das ist unbegreiflich. Real Talk, das ist unbegreiflich. Gibt jetzt Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 für PC für ein Apfel und ein Ei? War jetzt im Angebot oder dieses neue, was doch jetzt gehypt wird, wo man auf einen Planeten kommt und Stahl oder so
was in einem Gebäude holen muss. Was für ein Ding? Gebäude, Stahl? Was du alles so falsch gemacht hast, naja, dann können wir ja direkt mal starten, oder? Oh, könnt ihr euch erinnern, als eine andere Influencerin auf der Gamescom erzählt hat, dass sie belästigt wurde und von sexueller Belästigung gesprochen hat? Ratet mal, welche männlichen Influencer unter ihren Beiträgen gecampt haben und versucht haben, sie über Tage dazu zu nötigen, den Namen öffentlich zu machen. Wie gesagt, ich bin ja auch gerade aktuell auch recht auf Twitter unterwegs. Ich sehe ja, was so ungefähr passiert, wer was wo schreibt. Das sexuell hat, darauf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet, hat sie das echt hinzugedichtet? Ratet mal, welche männlichen Influencer unter ihr erzählt hat, dass sie belästigt wurde und von sexueller Belästigung gesprochen hat? Ich habe den Tweet jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass Tim jetzt gleich das auskontert nochmal. Aber ich weiß ganz genau, welchen Tweet, um welchen Tweet es geht. Und ich weiß ganz genau, dass KuchenTV einen Kommentar geschrieben hat. Wo ist das Campen? Wo ist das Stalken? Wo ist das irgendwas? Weißt du, genau das ist ja das immer wieder ein Man braucht sich nicht wundern, warum man auf Hyuk halt einschießt, wenn sie halt permanent sowas behauptet. Sie behauptet jetzt einen Take, der jetzt gleich auch widerlegt wird. Das weiß ich, das ist ja offensichtlich. Ich kenne ja die Sache. Und es wurde auch von Tim auch noch auf Twitter gepostet. Hier, widerlegt, was sagst du jetzt dazu? Es ist ja offensichtlich und da wird aber nichts dazu kommen. Sie ignoriert dann das wieder, macht dann halt die Linie, la 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 la, es gibt keine Kritik, haha. Und welche Kritik gibt es denn? Das ist halt legit das Gleiche. Aber es ist guter Content. Ich meine, mal ganz ehrlich, wozu sollen wir uns mit unserem Problem abgeben, wenn wir sehen, dass Menschen wirklich Probleme haben, Kritik anzunehmen? Das ist halt eine Unterhaltung in dem Fall. Wie gesagt, ich wünsche, es wäre echt, ich wünsche trotzdem, dass es nicht so wäre. Aber mal ganz ehrlich, du kannst ja einen Menschen nicht zwingen, sich zu ändern. Und wenn sie halt so weitermacht, dann kriegt sie halt weiter Kritik. Und das ist keine Hetzkampagne, das ist kein Mobbing, wenn du sachlich das argumentierst. Wie gesagt, ich weigere mich, das Verhalten von Tim von dem Stream, wie gesagt, vor allem die letzte Stunde. Aber es spricht nichts dagegen, jemanden zu kritisieren, der permanent das Gleiche behauptet und falsch ist. Nachweislich falsch natürlich, ne? Nicht nur eine Glaubensfrage, sondern nachweislich falsch. Warum sollte man das nicht mitnehmen? Also Real Talk. Die meisten Menschen stehen drauf, das anzuschauen. Die meisten Menschen möchten, und ich glaube, das ist sogar meine Vermutung, ich glaube, die meisten Menschen mögen das auch, weil sie denken dann, ja, oh, geil. Also ich hätte das jetzt auch genauso gesagt. Ich stehe anscheinend auch auf der Seite, wo ich weiß, ich kann logisch denken, nachinterpretieren, alles Mögliche. Und ich glaube, das mögen denn die Menschen, etwas besser dazustehen als ein anderer Mensch. Nicht im Allgemeinen vielleicht, aber in dieser Situation. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Und deswegen kommt auch dieser Content so gut an. Wäre jetzt so ungefähr meine Theorie, muss man einfach so sagen. Was ich hier aber hier dann kritisiere, die meisten sind dann aber, was ist die meisten? Einige sind halt dann aber auch wirklich so Arschlochverhalten, hetzen, lügen und beleidigen aufs Schärfste und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Egal wie du, sogar wenn du wirklich der klügste Mensch auf der Welt bist und alles weißt und da dieser dümmste Mensch, der es nicht verstehen willst, du darfst nicht beleidigen. Das gehört sich nicht. Haben dir deine Eltern nichts beigebracht? Willst du deine Eltern eine Schande bereiten? Dann machst du weiter. Du bist es dann aber da nicht mehr wert. So ist das einfach. Wer Mobbing auf einer so Ebene bringt oder Beleidigung oder etc., der ist es dann nicht mehr wert. Dann ist egal, was er sagt, zu diesem Punkt hat er nichts mehr zu sagen und bringt auch nichts. Das sind seine Punkte nicht mehr real. Puh, Entschuldigung. Ja, 3 Stunden. Langsam könnte es knapp werden. Ja, du musst auf dem Planeten in so ein Gebäude und Stahl oder sowas suchen. Da kommen dann Monster, die dich, naja, nicht nett behandeln wollen. Und diese Ressourcen musst du zu deinem Raumschiff bringen. Ja gut, wenn du nicht weißt, wie das Spiel heißt, können wir es auch nicht spielen oder suchen. Ganz schwierig. Ratet mal, welche männlichen Influencer unter ihren Beiträgen gecampt haben und versucht haben, sie über Tage dazu zu nötigen, den Namen öffentlich zu machen von dem Typen, der sie sexuell belästigt hat.
Damit meint sie diesen Tweet hier. Mobbing betrifft mittlerweile jede Altersklasse und ich finde das richtig schlimm. Ich dachte eigentlich, dass man irgendwann erwachsen ist und Dinge klären kann. Erwachsen? Ganz kritisch. Ganz kritisch. Kinder, was Mobbing angeht, sind direkt. Ne? Also im Regelfall. Ich sag, es gibt keine Pauschalisierung hier. Ich sage im Regelfall das, was ich so erkenne. Es kann bei anderen Menschen anders abgelaufen sein und auch andere Erfahrungen gemacht haben. Ich kenne es so. Im Regelfall, Kinder, Jugendliche sind direkter, was Mobbing angeht. Die beleidigen direkt. Die verschlagen einen direkt. Die halten einen fest und was auch immer. Ich glaube, diese Thematik haben hier wirklich viele mitbekommen, die auch mit Mobbing drunter leiden. Es ist aber interessant, dass Menschen, die gemobbt worden sind, Tim seinen Stream nicht als gemobbt empfinden und manche, die gemobbt worden sind, das als Mobbing empfinden. Das ist halt eine ganz schwierige Sache. Ich sag nur das Trinkspiel. Ich empfinde das jetzt als nicht Mobbing. Ich finde es aber respektlos. Das ist ein Unterschied. Ich finde es nicht als Mobbing, aber ich finde es respektlos. Hätte ich das gemacht, ich würde es nicht abschreiben. Ich würde es nicht abschreiben. Ich hätte es vielleicht auch gemacht. Vielleicht nicht, aber in der Reichweite. Ich hätte es vielleicht wahrscheinlich privat eher gemacht. So, hey Jungs, lass uns hinhocken. Jedes Mal, wenn sie sagt, ey, wir kippen ein. Gute Nacht wäre Eskalation gewesen, hätte man das wirklich mit Hochprozentigen gemacht. Also Gott sei Dank haben sie da echt nur Bier verwendet und das war auch schon zu viel. Aber jeder empfindet es anders. Wie würdest du jetzt sagen, was jetzt wirklich recht ist oder was nicht? Aber er hat halt 2, 3 Sprüche gebracht, die waren wirklich offensichtlich verletzend beabsichtigt. Und das war dann einfach zu viel. Das hat man nicht nötig, sage ich immer. Und deswegen finde ich, habe ich noch deswegen kritisiert. Erwachsenere, oder ich sage es extra, Erwachsenere, also ältere Leute, ist das Mobbing etwas subtiler meist. Mobbing kann auch dann in andere Form und Weise kreativ ausgelebt werden. Aber Erwachsene werden trotzdem nicht so viel älter. Ich sehe es immer wieder, wie erwachsene Männer, spätestens wenn sie Alkohol getrunken haben, sich kindischer benehmen als sonst irgendetwas. Das ist halt nie. Also das Alter macht leider gar keine Rolle aus, wenn es um sowas geht. Da streiten sich wegen Lappalien erwachsene Männer, ich sage immer extra Männer, weil ich Frauen noch nicht gesehen habe, die betrunken sich so streiten, außer auf Videos, ich rede hier von persönlichen Erfahrungen, aber gerade, muss ich erwachsene Männer über Lappalien streiten oder bis sogar Gewalt kommt. Erwachsene Männer. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann geh. Wenn ich diskutiere und es langsam aushalte, dann geh. Auf sowas habe ich nicht nötig. Das Problem ist halt, ja, auch wenn du nicht der Aggressor bist, wird jemand anders dann wahrscheinlich dann kommen und dich schlagen. Was machst du denn? Dann kannst du nichts mehr anders. Oder dass man einfach mittlerweile alles öffentlich machen muss. Wieso muss man heute immer die Öffentlichkeit mit reinziehen? Das geht auch niemand anderes an. Gut, wie gesagt, das war ja die Ironie dabei. Es hat gerade komplett abgeflacht. Es wäre gar nichts mehr gekommen. Keiner wollte mehr über Shoyoka reden. Dara hat auch gesagt, hey, wir reden nicht mehr darüber. Im Grunde, Shoyoka-Thema ist ja nur immer wieder aufgekommen, weil jemand anders noch über sie geredet hat. Im Kontext zu dann Kuchensgirls oder was auch immer und Shoyoka. Und dadurch kam die Thematik nicht richtig runter. Wo dann aber die anderen da aufgehört haben, Shit-Takes zu bringen, kam nichts mehr. Und gerade, wo es jetzt angefangen hat, man merkt es ja, wenn man länger in diesem YouTube-Business ist, merkt man ja, wie es ungefähr von der Thematik gerade abgeht. Und es kam einfach nichts mehr. Jeder hat sein eigenes Ding wieder durchgezogen, sein Standard-Content, ne, wie man es auch mal sagen möchte. Und dann, und genau dann, fängt Shoyoka wieder an und bringt Falschaussagen. Und wie gesagt, jeder versteht, warum Tim sogar so ausgetickt ist. Jeder versteht, weil er denkt sich so, what the fuck, es hat doch gerade aufgehört. Warum fängst du an? Man versteht diese Logik nicht mehr. Man versteht nicht mehr, warum das jetzt nochmal kommen musste. Aber es ist dein Recht, etwas anzukreiden, was halt nachweislich falsch ist. Es ist dein Recht, wenn du kritisiert wirst, auch zurückzukritisieren. Und es ist dein Recht, das auch in der Öffentlichkeit auszuüben, während man selber das in der Öffentlichkeit macht. Wie gesagt, nichtsdestotrotz hat der Shoyoka wieder damit angefangen. Und das ist, ich rede hier nie, immer noch nicht von irgendwas mit Mobbing, sondern ich rede von der Thematik allgemein. Von Phoebe, wo sie auf der Gamescom gepostet hat, dass... Hier, warte mal. Ich war die Tage so geschockt von mir selbst in einer für mich wirklich schlimmen Situation, wo ich von Creator-Freunden komplett belästigt wurde.
Habe aber nicht gesagt und habe einfach gehen lassen. Er triggert mich so unnormal, weil ich mir selbst eigentlich immer eingeredet habe, dass solche Dinge niemals passieren werden. Aber ich hatte solche Angst. Hab schon mit engen Freunden darüber geredet. Passt euch auf euch auf. Es kann so schnell was passieren. Oh, und da hat sie aber sexuell reingedichtet. Krasser Scheiß. Aufmerksamkeit, sie ist nicht mehr im Munde, also muss sie etwas tun, um wieder aktuell zu sein. Witzigerweise, ihr Sabaton lief super gut. Ey, der lief legit richtig geil. Bevor die Thematik angegangen ist, hatte sie über 3000 Subs. Das musst du dir mal vorstellen. Bei ihr lief es da gerade richtig gut. Jetzt setzt sie halt alles aufs Spiel. Sie setzt halt sich selber dieser Gewalt aus. Muss man einfach sagen. Dieser Kritik setzt sie sich halt selber aus, indem sie selber das verursacht. Das ist so unangenehm. Ich hätte sie super gegönnt, hätte sie über ihr Gaming weitergemacht, hätte ihre Subs kassiert, hätte wieder genügend Geld gehabt, hätte nicht mehr die Reserven aufbrauchen müssen. Ich hätte sie ihr doch gegönnt, ist mir scheißegal. Ich mag sie nicht, aber ich hätte sie gegönnt. Und dann macht sie halt so einen Scheiß. Es ist traurig. Dass sie sexuell belästigt worden ist. Und wir können ja einfach mal gucken, was ich dazu geschrieben habe. Er gibt Name, ich kläre das. Es werden Karrieren beendet und Ehre entwendet. Dir aber alles Gute, so... Übrigens, das war ein Reim. Was ich reimt, das stimmt. Nee, aber man merkt ja, hier ist es keine exzessive... Ja, gib mir sofort her. Man muss halt einfach... Gut, nicht jeder versteht das. Wenn man Tim aber kennt, versteht man das. Das ist halt der Unterschied. Nicht jeder versteht Sarkasmus. Außer man kennt die Person. Sowas geht gar nicht. Das bedeutet für Shoyoka, darunter campen und sie nötigen, den Namen zu verraten. Da kein anderer Influencer, mit dem sie momentan irgendwie im Streit ist, darunter kommentiert hat und das auch die einzige Antwort war, die ich überhaupt darunter gegeben habe, kann sie halt nur diesen Tweet gemeint haben. Überleg mal, wie krass sie da irgendwas reininterpretiert, um negativ gegen mich reden zu können. Aber wie findet das Shoyoka eigentlich, wenn sie aus dem Kontext geschnitten wird? Weil teilweise einfach Sätze genommen wurden und anders zusammengeschnitten wurden, aus komplett anderem Kontext genommen wurden und sich die Person einfach hingestellt hat und behauptet hat, ich würde über sie reden, obwohl es... Ja, ich sag nur aus dem Kontext geschnitten, Aqualist, das war so dass so eine Thematik, ich habe auch mit ihr nochmal geredet ein bisschen, vor allem mit dieser einen Szene, wo ihr im Grunde mit diesem, ich will diesen Namen einfach nicht droppen. Halt dieser, nicht dieser Feminismus-Take, sondern der andere Take, wo sie etwas gesagt hat, ja, über dieses Weltbildteil, wo es um die Großmächte ging, um die Person davon. Da hat sie diesen Take gehabt und er hat aber keinen Kontext dazu gegeben. Der Take war so richtig schön aus dem Kontext geschnitten und der Witz dabei ist, er ist aus dem Kontext geschnitten und ich habe es trotzdem verstanden, worum es ging. Es ging um die Perspektive. Der Böse denkt immer, dass er das Gute ist. Wisst ihr, was ich meine? Das war im Grunde das, was ich so verstanden habe aus diesem Take. Da war nicht mal irgendwann ein Holocaust-Vergleich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und sie, so eine Person redet dann darüber von wegen aus Kontext schneiden. Das ist halt auch schon so wieder doppelmoralisch. Ich musste jetzt langsam auch das Wort anfangen, oder? Was sich reimt, das stimmt. Ich schreibe es ganz ungeschnitten. Seki trägt nächste Woche ein Maid-Kostüm. Ich schreibe es ganz ungestüm. Seki trägt nächste Woche, nächstes Video ein Maid-Kostüm. Geiler Reim. Oh mein Gott. Der ist geil. Das ist Shoyoka-Taktik. Keinen Namen nennen. Das kann sie immer sagen, den sie nicht gemeint hat. Ja. Das ist die Problematik auch. Wie gesagt, aber im Grunde, man merkt ja auch schon, warum sie es macht. Sie hat ja keine Punkte. Deswegen will sie auf der sicheren Seite sein und ja, mal sagen, hey, den habe ich doch gar nicht gemeint. Das ist die sichere Seite wählen. Jemand, der politisch hier einen auf wirklich krass durchziehen möchte, aber dann bei sowas nicht mehr konkret wird, ist schon irgendwie eine Ironie, ne? Will sich für wirklich Gruppen einsetzen und das ist ja, wie gesagt, das ist ja trotzdem erstrebenswert, dass man sich für marginalisierte Gruppen einsetzt und was auch immer noch alles dazugehört und alles drumherum, alles für das Richtige. Aber dann sowas, wo es darum geht, dass man wirklich dann konkrete Sachen nennen soll, weil man sagt, hier, man ist ja auf der richtigen Seite, aber dann nicht konkret wird, das ist schon verdächtig. Wo es halt nicht der Fall war und die Leute glauben es. Ja, das ist natürlich ganz schlimm, aber wenn bei mir einfach irgendwie gelogen wird, weil ein Tweet bedeutet ja campen und ich hätte sie dazu genötigt.
Oder Meerjungmann. Das Böse ist im Busch. Nötig, dann ist das natürlich wieder absolut in Ordnung. Genauso das hier. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jemand so obsessiv mit mir sein kann, dass er einfach ein Jahr lang Videos zu mir macht, alle drei Wochen, und sein ganzes Leben nach mir abstimmt und so. Macht halt auch gar keinen Sinn. Das waren ein paar Videos. Wie gesagt, was war das nochmal? Hogwarts Legacy, The Award und dann das Schreiben mit Skirros. Das sind, ich glaube, die einzigen drei Videos, die selbstständig so gemacht wurden. Danach kamen eigentlich nur noch Antworten auf die Reactions von ihr und die Antworten und Aussagen von anderen wie Freiraum Reh, von Dara und von, wer war es noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das waren dann hauptsächlich nur noch Reactions und ganz selten nochmal ein eigenständiges Video dazu. Außer es waren wirklich geisteskranke L-Takes. Seltsam. Schon wieder ganz komisch interpretiert, was sie da sagt, ne? Man richtet sich das Leben nach einem, ne? Oder man reagiert eigentlich nur auf jemanden, der immer L-Takes und Lügen verbreitet. Ich weiß ja nicht. Was davon macht wohl mehr Sinn? Eine Fixierung auf eine Frau hat, mit der er nichts privat zu tun hat und nie zu tun haben wird, also... Was hat... Vor allem, genau, was... Ja, warte mal. Ich glaube, er sagt gerade genau das, was ich sagen wollte. Das Ganze damit zu tun, dass du eine Frau bist. Ich wollte gerade sagen, was hat das damit zu tun, dass sie eine Frau ist? Das hat auch nichts damit zu tun. Das ist so typisch, Alter. Das ist so typisch. Ich verstehe es halt nach 11 Monaten immer noch nicht. Und sie kann mir das Ganze auch nicht erklären. Dazu bin ich auch nicht obsessiv zu dir. Bruder, ich mache einfach Videos zu Themen, die sich aktuell gut klicken. Und diese Woke-Bubble-Thematik hat schon immer gute Aufrufe gegeben. Und natürlich nehme ich dann die Vorlagen mit, die ich mitnehmen kann. Egal ob Young Feldsalat, Dara oder halt eine Shoyoka. Genau das gleiche, was ich jetzt mit... Young Feldsalat. Der ist mir nicht eingefallen. Und ach, Kürtschu war es auch noch, gell? Shoyoka mache, habe ich auch damals über Marcellus Wallace gemacht. Das war komischerweise aber kein Problem. Ist ja aber auch ein weißer heterosexueller Cis-Mann, ne? Inwiefern ich mein ganzes Leben nach dir richte, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Denn ich habe seitdem genauso viele Videos in genau dem gleichen Abstand gemacht wie vorher. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 6 Monaten genau 2 Streams von dir geguckt. Und das war diese Woche, als du 2-mal über mich gesprochen hast. Also, 3 Lügen in einer einzigen Aussage, Shoyoka. Aber du willst ja sowieso auf Kritik eingehen, also kommt dir das ja eigentlich ganz recht, oder nicht? Sie will auf Kritik eingehen? Was? Das, ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich glaube daran nicht. Ganz ehrlich, wenn sie auf Kritik eingeht, ohne Scheiß, wenn ich dann auch noch das Geld zusammenbekomme, ey, da machen wir irgendwas Geiles draus. Irgendwas Bescheuertes, irgendwas, ich keine Ahnung, ich mache den Schrank kaputt. Ist mir egal. Das, als ob sie jemals auf diese Kritik eingeht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ey, es ist so, als würden Schweine fliegen. Als ob es Einhörner existieren würden. Ey, ohne Witz, das kann ich einfach nicht glauben. Oh, dafür bauen dann. Ey, wenn sie drauf eingeht, bauen wir eine Shoyoka-Kirche. Ne? Anders geht's nicht, Alter. Und ja, das ist ein Witz. Und ja, ich weiß, es ist über eine Person. Es soll trotzdem nicht als gemobbt werden. Es sollte eigentlich offensichtlich sein, hier von wegen glauben, dass etwas passiert, was einem bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Ich sage es noch extra, damit ja nicht noch irgendjemand auf die Idee kommt, das aus dem Kontext zu schneiden. Puh. Ich glaube, sie braucht ungelogen Hilfe und Abstand von Social Media. True, wäre ich auch dabei. Sie versteht, glaube ich, vieles wirklich nicht. Sie braucht Freunde, die ihr helfen, daraus zu kommen. Aber ihr Umfeld bekräftigt sie. Sie wollte, soll wohl eine Art Märtyrerin für Feminismus werden. So wirkt es auf jeden Fall. Boah, ob jemand wirklich so weit denkt, dass jemand Märtyrerin wird bezüglich einer Thematik. Das ist jetzt stark. Ob die Freunde das bekräftigen, ist jetzt eine Spekulation, die ich jetzt nicht direkt unterstützen würde. Wobei ich kann mir auch vorstellen, dass die Freunde auch nichts gegen sie sagen würde, weil wahrscheinlich dann sie sagen würde, hey, ihr seid ja keine Freunde mehr. Obwohl sie es wirklich gut meinen. Das kann ich mir schon... Also der erste Satz auf jeden Fall safe, dass sie einfach Hilfe braucht dafür und Abstand braucht von Social Media. Und das meine ich nicht abwerten, beleidigen von wegen, Alter, sie ist geisteskrank oder sonst irgendwas. Ich meine das wirklich tatsächlich so, dass sie etwas nicht mehr verstehen kann, weil sie permanent in einer Gedankenwelt ist, die alles in schwarz sieht. Und ich meine hier auch nicht irgendeine andere Art von... Ihr wisst, was ich meine? Sondern wirklich alles pessimistisch negativ sehen muss. Permanent. In dieser Welt. Ey, so ohne Scheiß.
als würde sie Vajana sehen und man sagt, hey, schief, und der ist ein Mann, und sie sagt, ja, das ist typische Patriarchat. Sowas in der Art. So stark gefangen in dieser Welt, dass man nichts mehr positiv sieht, nichts mehr Schönes sieht. Das sehe ich so bei ihr gerade. Und das ist traurig, weil das Leben soll Spaß machen. Es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Und ja, man soll dagegen kämpfen. Heißt aber nicht, dass du selber deinen Spaß ignorieren sollst und nicht selber auch mal lachen kannst. Und nicht hämisch oder sarkastisch oder sowas, sondern ernsthaft toll lachen kannst, weil du Spaß hast. Abstand von Social Media brauchen so einige Menschen. Ja, ehrlich gesagt, ich habe echt gerade letzte Zeit, ich muss sagen, auch wenn es jetzt Weihnachten ist und eigentlich die perfekte Zeit ist zum permanenten Streamen, bin ich gerade echt ein bisschen, ich würde irgendwie auch gerne mal einen Monat komplett abschalten gerade. Ist gerade so ein bisschen Feeling, gebe ich gerade zu. Obwohl ich ja gerade nicht so extrem viel Arbeit reinstecke, gebe ich ja auch zu. Ich glaube genau, aber deswegen ist es auch der Grund. Ich stecke gerade nicht viel Arbeit rein, fühle mich aber absolut gestresst ein bisschen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch werde ich im Neujahr wahrscheinlich eine Woche dann auch nichts machen. Mehr eine Woche, ich habe ja 2 Wochen Urlaub, ne? Ab Weihnachten 2 Wochen. Nach Weihnachten werde ich wahrscheinlich 1-2 Abende streamen. Je nachdem, welche Tage es nochmal waren. Sonntag ist Heiligabend, das fühle mich auf jeden Fall nicht. Am zweiten Weihnachtstag bin ich mir gar nicht sicher, ob wir da nicht bei Familie sind, dann Abendessen. Oh scheiße, warte mal. Das ist der 26. Der 28. streame ich dann wahrscheinlich. Und der 31. ist wieder ein Sonntag. Fuck. Ich kann nur einen Tag zwischen Weihnachten und Silvester streamen. Oder ich werde meinen Streamplan mal ein bisschen abändern. Vielleicht werde ich 2 Tage hintereinander mal streamen abends. Vielleicht machen wir das so. Und dann im Neujahr werde ich eine Woche mal komplett pausieren. Ja, ich glaube, so machen wir es mal. Ich habe gerade letzte Zeit wieder voll viel wenn ich was lesen möchte. Oioioi. So wird es doch in den Medien längst dargestellt. Echt? Wird es? Anhand von Shoyoka wird gezeigt, wie schlimm Männer gegen Frauen gehen, weil sie eine Frau ist. Wie gesagt, ich verstehe auch nicht den Vergleich. Du hast 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass du ein weibliches Geschlecht triffst. Egal auf der Straße oder im Internet. Blöd gesagt, aber im Grunde 50-50 schon, sagt man ja so schön. Damit will ich nicht irgendwelche anderen Sachen ausgrenzen. Ihr wisst aber ungefähr, was ich meine. Das ist genauso wie der Take von Frontal 21. Ja, 75% der Rechtsradikalen sind Gamer. Oder wie war der Take? Oder fast alle Rechtsradikalen sind Gamer. Wenn aber 75% der Bevölkerung Gamer sind schon. Oder allgemein zocken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Rechtsradikaler ein Gamer ist? So ungefähr ist das Beispiel dafür. Natürlich ist sie eine Frau. Es kann auch ein Mann aber auch sein. Das war halt 50-50 Chance. In dem Fall hat sie die LTX gebracht und kein Mann. Das hat aber nichts mit dem Geschlecht halt zu tun. Sie hätte auch einfach anonym das machen können, es wäre genau das Gleiche daraus entstanden. Eieiei, oh, Kopfschmerzen. Yo, Hashi, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenstart? Ich hoffe, alles gut bei dir. Gönn dir mal Ruhe, Kollege. Ja, total. Ich bin ruhig wie die nackte Kanone. Aber so meine ich das. Die ganzen Artikel und Dokus mit ihr, der geht ja immer um die arme Frau Shoyoka, weil sie eine Frau ist. Ich glaube, viele Feministen finden das gar nicht so übel aktuell. Ich sage, die Schaden der Feminismusbewegung eher. Das sieht man aber erst wahrscheinlich im Ergebnis am Ende. Und warum viele so einseitig berichten, liegt wahrscheinlich daran, dass die Quellen selber auch einseitig sind. Und das ist schade, weil Journalismus sollte schon etwas tiefer in die Materie reingehen. Es muss ja nicht detailliert sein, aber ihr wisst, was ich meine. Etwas von beiden Seiten beleuchten. Sogar, guck mal, wir machen das ja auch. Wir machen das ja wirklich auch. Ich sehe einen Stream, meist natürlich ja gerade KuchenTV, weil, wie gesagt, mit ihm sympathisiere ich halt extrem. Jetzt in letzter Zeit etwas weniger, muss ich zugeben. Mit seinen ganzen komischen, wirklich, man weiß, welche Sachen Witze sind und welche nicht, aber seinen teilweise schlechten Witzen oder komischen Anmachen. Dazu kommt jetzt der Stream und jetzt auch noch sein letztes Reel. Gerade in letzter Zeit etwas weniger, aber es heißt ja nicht, dass wir uns da davon abkapseln sofort, weil er ist immer noch ein Creator. Im Grunde ist das eine Kunstfigur, schlussendlich, ne? Und da kann man ja immer noch das etwas getrennter betrachten. Und
wenn wir etwas gesehen haben von KuchenTV, was uns noch nicht ganz so schlüssig ist, dann haben wir uns trotzdem die Gegenseite angeschaut. Egal, ob wir die Person mögen oder nicht. Ich sage nur Ahmad. Tim hat einen Take gebracht. Ich fand da etwas seltsam oder war nicht ganz schlüssig. Ich schaue mir Ahmads Video an. Ah, jetzt macht Sinn. Jetzt hat er Tim trotzdem recht gehabt. Aber jetzt macht Sinn. Das meine ich mit der Gegenseite mal anschauen. Und Journalisten, die das wirklich auch so sich betiteln, sollten das auch einhalten, finde ich. Die Öffentlichkeit interessiert sich aber nicht zwischen einem Streit zwischen Mann und Mann, nur wenn Männer gegen Frauen, und das ist zum Kotzen, ja. Männer gegen Frauen ist zum Kotzen, Frauen gegen Männer ist übrigens auch zum Kotzen, Männer gegen Männer ist zum Kotzen, Frauen gegen Frauen ist zum Kotzen. Und ganz ehrlich, sogar das Kotzen ist zum Kotzen. Habe ich es auf den Punkt gebracht? Ganz ehrlich, Clip wert, oder? mein Wochenstart war eine komplette Katastrophe und es wird nicht besser. Oh. Ich habe meinen Seelenverwandten diese Woche gefunden, der Hoshi. Meine Woche ging auch genauso katastrophal los. Ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Die Welt hasst mich und geht ungebremst unter. Nein, die Welt hasst dich nicht. Danke, vielen Dank. Danke, Mann. Danke, Koppel. Ich habe voll das falsche Ding rausgezogen. Warte mal. Hier, die Welt hasst dich nicht. So. Du kennst das. Hoch, immer schön lächeln und winken. Wenn du willst, können wir gerne nachher noch reden. Jetzt mache ich erstmal weiter, weil wir sind jetzt schon, wow, krass schlecht in der Zeit, muss ich sagen. Ganz, ganz krass schlecht in der Zeit. Ja, die fragen nicht mal die andere Seite. Männer haben es mittlerweile echt schwer und das sage ich als Frau. Wie gesagt, ist schwierig abzuschätzen. Es kommt immer darauf an, wo du wohnst, wer du bist, von welcher Perspektive man sieht. Arm, reich, es gibt so viele Kritikpunkte, wo man sagt, wo es wirklich Männer schwer haben oder wo es Frauen schwer haben. Es sind so viele verschiedene Perspektiven, die man hat und betrachten muss, bevor man etwas so sagen kann. Es gibt Punkte, wo Frauen schwerer haben, es gibt Punkte, wo es Männer schwer haben. Wir versuchen, also ich finde, zumindest gefühlt, ich kann keine tatsächlichen Werte droppen, geht nicht. Ich wüsste gerade nicht wie. Gefühlt würde ich sagen, wir versuchen es gerade, viele Menschen versuchen es, eine Gleichheit zu schaffen, die es gerechtfertigt ist für Männer und Frauen, ne, auf einer Ebene. Ich finde, wir sind da teilweise echt auf einem guten Weg. Manche schießen über das Ziel hinaus und überinterpretieren alles gegen Frauen. Joker. Es gibt aber auch dann Frauen, wo dann versuchen, dass alles perfekt im Gleichgewicht ist, wo es wirklich fair versucht zuzugehen und wirklich, ne? Da wäre ich zum Beispiel Äquivalist absolut richtig dafür. Es ist doch auf jeden Fall schon mal gut, dass wir dafür kämpfen, alle zusammen. Wenn wir jetzt doch auch an einen Strang ziehen würden, wäre es am geilsten. Hamad schießt ja wohl wieder gegen Tobias Huch, weil Huch keine Free-Palästina-Rufer ist. Ich habe über diese Thematik kann ich gar nichts sagen, werde ich auch mich nicht urteilen, weil darüber habe ich kein Statement, habe ich auch kein Wissen. Muss ich ganz ehrlich sagen, allgemein, dass überhaupt Krieg geführt wird, ist schwachsinnig. Das ist der einzige Statement, den ich sagen kann. Aber mehr kann ich und werde ich auch mich nicht äußern dazu. Definitiv auf den Punkt gebracht. Welcher andere Influencer wurde 11 Monate lang angefeindet, weil er einen Preis gewonnen hat? Wie gesagt, auch wieder eine Lüge. Es waren erstmal die 11 Monate, das ist echt geil. Es war keine Anfeindung, es war Kritik ausüben. Das verwechselt man ja gerne. Passiert zufälligerweise 100 Mal im Stream. Und es wurde einmal, nee, zweimal wurde was gesagt. Ich glaube, einmal wurde das in irgendwas erwähnt. Und einmal wurde ein eigenständiges Video gemacht oder ging auch Kritik ein oder irgendwie sowas. Es wurden, glaube ich, maximal 2 Videos auf jeden Fall gemacht. Woher nimmst du die Info, es würde über den Preis gehen? Bruder, ich habe das genau in einem Cake News erwähnt und in einem Video zu Dekadent. Seitdem... Na, guck. Ich bin nicht schlecht. Ich kann gut raten. Interessiert sich wirklich niemand mehr für diesen Preis. Auch das interpretiert sie einfach rein, damit sie gar nicht erst auf Kritik eingehen muss, sondern... Wie gesagt, und die Kritik ist ja ein Frauenhass, das ist ja auch nochmal die Ironie dabei, obwohl niemand was gesagt hatte, wo Gnu den Preis gewonnen hat. Interessant, ne? Also ist halt interessant. Einfach irgendeinen dummen Grund vorschieben kann. Und auch das ist eine Lüge, Shoyoka. Aber wenn du das so genau weißt, dann kannst du es uns ja einfach mal belegen. Wo über mich gemault wird und die Kommentare darunter voll sind mit, oh mein Gott, die gehört vergewaltigt, die braucht mal einen Schwanz, die gehört mal getötet. Und also diese Kommentare, wie gesagt, gehen gar nicht, egal welcher Mensch es ist. Solche Kommentare sind das, dieser Schmutz dieser Gesellschaft. Solche Kommentare, ganz ehrlich, löscht das Internet, geht in Therapie, geht eine Runde spazieren und bleibt am besten draußen für immer. Ist mir scheißegal, aber solche Menschen gehen halt gar nicht. Das ist der unterste Niveau.
Sowas ist eklig. Sowas ist eine Schande für jeden Elternteil. Kein Elternteil würde sich jemals darüber freuen, dass man solche Sachen von seinem Sohn oder von seiner Tochter gedroppt bekommen hat. Also mal ganz ehrlich, ist doch scheißegal, ob man einen Menschen mag oder nicht. Aber wer so beleidigt macht, ist eine Schande für seine Eltern. Das ist eine Tatsache. Sie lebt in einer eigenen Welt. Bedauerlicherweise ja. Leider ja. Servus, Fritteuse. Ach geil, ich liebe manchmal liebe ich so die schönen Namen, die ihr euch auswählt. Ich finde es manchmal echt geil. Und weißt du, worum es in dem Video geht? Um zwei andere Leute. Auch das ist halt einfach nachweislich gelogen. Ich habe in meiner YouTube-Kommentarsektion einfach mal nach den Wörtern Vergenusswürzelung und die Einzahl von Cocktail gesucht und es gibt halt wirklich keinen einzigen Kommentar, wo sowas jemand über Shoyoka geschrieben hat. Gut, das gebe ich zu, ich kann jetzt natürlich keine 10... Also, erstens, es wäre schon schön, wenn sie einen Beweis droppt, aber ihr kennt... Guck mal, wir zweifeln nicht mal daran, dass das nicht stimmt. Das ist der Witz dabei. Wir zweifeln nicht mal daran, dass es wirklich Menschen gibt, die sowas schreiben. Was sehr traurig ist, das zeigt schon auf, was für eine eklige Gesellschaft wir teilweise haben. Aber man muss trotzdem sagen, es kann auch ein Tim nichts dafür. Er sagt ja schon vehement, lass die Scheiße. Ich sage es vehement, dass er ganz ehrlich eine Schande für die Eltern ist. Wenn man dann immer noch das schreibt, sorry, aber ganz ehrlich, dann weiß man, hat man keine Würde, hat man keine Ehre, kein Stolz, nichts. Da hat man einfach nichts in seinem Leben, was glücklich macht und somit ist es schlimm. Nee, überhaupt nicht, aber das sind wieder Menschen, sage ich extra jetzt, nehmen den Schutz der Anonymität des Internets, um einen anderen Menschen fertig zu machen. Was soll das? Der Witz dabei ist, heute kam ein Kommentar unter einer anderen Reaction. Da ging es drum, weil ich habe mal gesagt, Klarname im Internet wäre ja mal nicht schlecht, da wäre es friedlicher. Und yo, Fritteuse, danke. Da hat er geschrieben, hier, Jan Böhmermann, hier letzte Folge über LinkedIn und dass man sogar mit Klarnamen angefeindet wird und auch sexuell belästigt wird und etc. Der Witz dabei ist, ich würde sagen, LinkedIn ist kein gutes Beispiel dafür, weil du hast keinen Beweis darüber, dass es der Klarname ist, muss man dazu sagen. Und ich habe mit Klarnamen eigentlich gemeint, du hast deinen wirklichen Namen und dahinter ist auch noch dein Ausweis hinterlegt. Nicht für die Öffentlichkeit, aber zum Beispiel für die Polizei. Dass die Polizei sozusagen darauf zugreifen kann, hey, hier YouTube-Kommentar XY, er hat hier gesagt, ich muss vergewaltigt werden. Geht gar nicht, ich erstatte Anzeige genau gegen diese Person. Bam, die Anzeige geht auch mal durch. Deutschland, ihr wisst ja, Internet und Bagatellen, könnt es knicken. Du kommst einfach zu nichts. In den Kommentaren kannst du nicht anzeigen oder sowas. Und genau das finde ich interessant, ob das gehen würde. Ich weiß nicht, ob ich dafür bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat Vor- und Nachteile. Aber ich würde sagen, die Welt wäre auf jeden Fall friedvoller, wenn du weißt, wer dahinter ist. Das ist einfach für mich so. Das, ja, klingt schon zu schön realitätsfremd. Hoshi, ganz ehrlich, du wirst doch ein paar Mal lachen, wenn du hier bleibst jetzt. Also sie könnte das alles beenden, wenn sie einfach ein Video postet. Aber denke auch, dass sie es nie verstehen wird. Wir hoffen es zumindest. Also ich hoffe es zumindest für meinen Part, dass sie noch die Kurve doch noch bringt. Dass sie sich für viele Falschaussagen, ich sage extra viele, es müssen nicht mal alle sein, aber es müssen ein paar sein, ein paar Aussagen dafür entschuldigt, dass sie ein paar Aussagen sagt, hey, ja, ich bin immer noch anderer Meinung. Da würde nicht mal jemand was dagegen sagen. Es ist schon mal schön, wenn sie darauf reagieren würde, auf Kritik und zumindest sie wahrnimmt. Das wäre ja mal wunderschön. Ganz ehrlich, ich glaube, das wäre für jeden so, ich kann nicht mehr, also Gehirnsexplosion. Sie hat reagiert, oh mein Gott, ich bin zufrieden, die Welt ist glücklich. So ungefähr kann ich es mir vorstellen. Die Leute hätten gar keinen Bock mehr, nochmal Kritik zu üben. Weil sie froh sind darüber, dass überhaupt mal reagiert wird. Da finde ich gut, das würde vielleicht mal etwas weniger Hass geben, ja. Wahrscheinlich, ach nö, Werbung, die keiner braucht. Was kann man gegen Werbung machen? Ihr wisst ganz genau was. 10.000 Kommentare oder sowas durchgehen, aber das kommt nicht in einer Häufigkeit vor, die du hier beschrieben hast. Mag sein, dass das mal irgendein Idiot gepostet hat, aber auch das nutzt sie wieder, um sich vor der Kritik zu entziehen, weil sie dann sagen kann, boah, die hetzen ja alle so mies in den Kommentaren gegen mich, da muss ich gar nicht drauf eingehen. Aber wie gesagt, beste Beispiel immer noch, ja, wir reagieren auf Kuchen nicht wegen seiner Volksverhetzung, wo er es davor gar nicht kannte. Das ist so eine Ironie. Das ist so eine Ironie, ey. Oh Mann. Ich krieg hier Krämpfe, weil ich finde das so
dämlich, dass es zum Lachen ist. Ja, aber Weihnachten ist halt... Alles gut. Ich mach nur Spaß. Lieber das Geld für eure Liebsten ausgeben. Das ist Prio Nummer Uno. Ich überlebe auch so, ohne Problem. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Wenn es wenigstens gute Werbung wäre, aber es ist trotzdem Werbung gewesen. Übrigens, kennt ihr die Werbung von Seven vs. Wild, wo Knossi die ganze Zeit mitspielt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Werbung. Aber wenn diese Knossi-Werbung, ich finde sie... Muah, ich finde sie so geil. Ich feiere sie. Jesse, kein Entschuldigung mehr. Wehe, wehe. Böse. Nicht nochmal entschuldigen. Böse, böse. Wenn die Werbung interessant wäre, würde ich mich nicht anschreien würde. Ich bin nur ein Text, der sie anschreit. Awesome! Aber wenn das so oft unter den Kommentaren passiert, dann guck doch mal live im Stream unter die Kommentare. Ich habe auch nichts gelöscht oder entfernt. Und dann zeigt die uns doch einfach mal. Ist doch einfach, oder nicht? Es wurde nicht... Nein, das ist nicht einfach. Darauf musst du nämlich dann reagieren. Nur monatelang über meinen Ausschnitt gesprochen. Der besagte journalistische YouTuber hat auch einen Haufen Clips, wo er einfach nur mit der Maus in meinen Livestreams meine Nippel fängt. In seinem Livestream. Und Witze darüber macht, dass man meine Nippel durch mein T-Shirt durchsieht. Oh mein Gott. Sie hat monatelang gesagt, gell? In Livestreams, meine YouTuber hat auch... Es wurde nicht nur monatelang über meinen Ausschnitt gesprochen, der besagte Journalist... Es wurde monatelang über ihren Ausschnitt gesprochen. Das muss man auch erstmal beweisen, weil das ist ja auf Video, als Beweis, irgendwo. Der YouTuber hat auch einen Haufen Clips, wo er einfach nur mit der Maus in meinen Livestreams meine... Einen Haufen Clips. Es gibt nur einen Clip dazu. Ich kenne den Clip nicht mal mehr. Ich habe ihn einmal kurz irgendwo gesehen. Ich kenne den Clip nicht mal mehr. Ich hätte nicht mal dran gedacht mehr. Oh mein Gott. Nippel fängt. In seinem Livestream. Fang doch mal meinen Nippel, bitte. Und Witze darüber macht, dass man meine Nippel durch mein T-Shirt durchsieht. Ja, aber es hat nichts mit Antifeminismus oder mit Frauenhass zu tun, nein. Einen Haufen Clips, Shoyoka. Nein, auch das ist nachweislich eine Lüge. Es gibt genau einen Clip, wo ich das mal aus Spaß gemacht habe. Das war in irgendeiner Reaction, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gefunden. Oh Gott. Ich finde schon witzig. Also ganz ehrlich, ist es schon, man muss schon sagen, die Aussagen, wenn du weißt, dass du nicht mehr dagegen ankommst, weil sie einfach wirklich es nicht verstehen will, dann kannst du nur drüber lachen. Ganz ehrlich, aufregen bringt ja nichts. Aufregen bringt ja wirklich nichts, das wisst ihr alle. Und dann bin ich lieber positiv und lache darüber oder mache ein Trinkspiel daraus. Wie gesagt, ich bin einer der Menschen, wo sagt, es war kritisch, aber es konnte man machen. Dann mache ich aber lieber ein Trinkspiel daraus und hab wenigstens etwas davon und hab Spaß. Als mich darüber aufzuregen. Also ganz ehrlich, hat ja keinen Zweck dann. Und da frage ich mich halt, absichtlich übertrieben oder nimmt sie das so wahr? Kannst du sie gerne fragen, vielleicht antwortet sie drauf. Ich meine, im Chat kommt ja keine Kritik. Bist du bei ihr gesperrt? Wenn nicht, dann kannst du ja mal stellen. Mal schauen, wie lange. Kann man die Dame denn, was kann die Dame denn noch ernst nehmen? Bist du überhaupt in der Thematik drin, Hoshi? Ich weiß gerade gar nicht. Einmal sind 100 zu viel. Auf jeden Fall. Kennt man, ja. Wenn du es siehst, 1, und dann kannst du ja 0,001, ne? Das sind 100 zu viel. 0,001. Nee, 0,01, jetzt habe ich's. Gott. Unten. Mich würde echt interessieren, wie du auf einen Haufen Clips kommst, weil ich das nur ein einziges Mal in meinem gesamten Leben gemacht habe. Aber auch hier wieder, Shoyoka. Du wirst ja wahrscheinlich sagen, dass es ja gar nicht gelogen ist. Deswegen zeig uns doch diese Haufen Clips einfach mal. Im Stream hat sie auch gesagt, dass sie sich jeden Tweet, jeden Clip und alles speichert. Das heißt, es müsste ja irgendeinen Ordner geben, wo diese Haufen Clips drin sind. So richtig Skuros-like, ne? Also Skuros hat ja seine ganzen krassen Ordner, ne? Jetzt hat Shoyoka das auch gemacht. Ja, wo sind sie alle? Wo sind sie alle? Wir haben uns alle über... Na, nicht wir. Ich sage falsch, nicht wir, sondern es haben sich Leute drüber lustig gemacht über Skuros wegen den 100 Ordner. Ich sage, immer noch gleich vorab, Skuros ist mir überhaupt nicht sympathisch und ich sympathisiere mit ihm gar nicht. Ich bin nur auf der Seite des Rechtens, ne? Irgendwas hat gepiept, ich weiß noch nicht was. Und jetzt zieht ihr an, bei Skuros funktioniert es mit den Ordner und andere machen es jetzt nach.
ganz einfach. Wahrscheinlich hat Shoyoka an ihn ein Beispiel genommen. Twitch gleich, warum? Warum? Bei dir piepst wohl, ne? Ja, wo ich es gesagt habe, dachte ich so, oh nein, ich bin auf der Seite des Rechten. Das kann man so schlecht falsch verstehen. Junge, Junge, Junge. Ich meinte der, wo Recht hat. Nicht die tatsächliche politische Seite rechts. Nicht, dass man das schon wieder aus dem Kontext schneidet. Oh Mann. 1 Stunde 40 Minuten live und ich weiß nichts davon. Was? Du kriegst nicht mal eine Notification von Discord? Ich poste es ja schon überall und ich bin überall da. Grüß dich, mein Großer. Alles fit bei dir? Sie hat vergessen, wie der Ordner mit den Clips heißt. Und bei einer Million Ordnern könnte man richtig als verloren bezeichnen. Stimmt, wenn du zu viele Beweise hast und kein Ordnungssystem hast. Oh, ganz, ganz kritisch, ganz kritisch. Da könnte ich ihr aber helfen. Ne? Also, was am meisten nervt bei so einem Ordnersystem, das Anlegen der einzelnen Ordner. Ich habe aber ein schönes Skript geschrieben, falls mal jemand Bock hat. Wenn ihr mal so Ordner habt, die in der Reihenfolge aufgezeigt werden sollen, kommt auf mich zu. Ich mache es inzwischen auch so bei Reaction. Warte. Kann ich mal kurz zeigen. Da. Und zwar. Hier. Na? Alles schöne Ordner. Und die sind automatisiert. Im Grunde nur das ändere Art eigentlich ab, ne? In den Dingen. Aber die Nummerierung einfach durchgeformt. Ich brauche nicht manuell anlegen. Das kostet mich so viel Zeit und Nerven. Ui, Siki, ganz böse. Oh ja, ich bin ganz böser Junge. Von DC habe ich auch nichts mitbekommen. Geht so, immer noch erkältet. Ach, immer noch. Hast du auch genügend Tee mit Zitrone getrunken? Hast du oder nicht? Das hätte ich gerne. Das Skript. Echt, brauchst du es wirklich? Wie gesagt, schreib mir nochmal kurz irgendwo direkt an, weil sonst vergesse ich. Ich vergesse so viel, Leute. Ihr müsst mich wirklich, wenn ihr was haben wollt, direkt anschreiben. Dann habe ich es auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Wenn ich das hier merken muss. Ganz schlimm, ganz schlimm. Kein Kommentar. Linus, steh jetzt auf, geh runter, mach den Wasserkocher an. Dann nimmst du dir eine halbe Zitrone schnell vorher auf. Tee, deiner Lieblingsart. Am besten, ich empfehle immer noch Fencheltee. Ich liebe Fencheltee, warum auch immer. Alle hassen das, aber ich liebe das. Dann lass es einwirken. Dann schön guten Presszitrone. Und wenn du wirklich gesund sein willst, noch ein bisschen Ingwer. Dann geht's dir bald wieder gut. Versprochen. Ich trinke momentan so einen ganz leckeren Tee. Tequila. Oh Mann. Der war so schlecht, dass es schon wieder gut war. Ich klicke mir beruflich auch oft viele Ordner an. Würde ich gerne testen, ob das bei mir was hilft. Gerne, gerne. Schreib mir nochmal an. Beziehungsweise, wenn du... du bist ja nicht auf Discord. Wann können wir drüber reden? Weil ich glaube, ich muss das erklären. Oder? Ja, ich muss es dir erklären kurz. Hab keine Zitrone, bin vom Aufstehen bewahrt. Hab keine Zitrone. Ja, aber vielleicht deine Eltern, fragst du mal. Wäre ja easy, wenn du die zumindest mal bei Twitter postest, weil ich würde die tatsächlich auch sehr gerne mal sehen. Also, dass ich das gemacht habe. Wenn ich offstream bin. Ich mache heute auch nicht zu lange, ne? Hab nicht deine Nippel. Stundenlang im Stream darüber zu fantasieren, ob ich attraktiv genug bin, um mit mir zu schlafen, ist mir so. Stundenlang? Klar, stundenlang. Stellt sie seine Kommentare auf 0,25 extra langsam. Also, sie ist eine. Ja, dann wäre es auch eine Stunde. Dann würde ich verstehen. Einfach ganz viel trinken und Ruhe, das ist wichtig. Ja, nein, ganz viel trinken stimmt halt nicht. Viele trinken zum Beispiel gerne zuckerhaltige Getränke. Das ist bei einer Erkältung, witzigerweise, nicht gut. Nee, da bin ich dann eventuell im Bett irgendwann. Deswegen, hast du morgen Abend mal kurz Zeit, ich ab 10? Dann komme ich kurz auf Discord, erklärst dir kurz, wie das funktioniert. Und dann können wir es ja mal so machen. Nippel? Hat er nicht gesagt, darf er das? Ja, Nippelchen. Ah, Nippel. Du weißt, was ich meine mit Flüssigkeit. Nein. Samstag, wie viel Uhr? 15, 17 Uhr, so im Dreh rum.
gehen. Stundenlang haben wir also darüber geredet, ob du attraktiv bist. Okay, dann gucken wir uns diese ganze Stunde jetzt mal an. Ich finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau. Aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch. Attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr... Also, da knallt's charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Das Ganze waren halt original 20 Sekunden bei Monte. Und in meiner Reaction ging das Ganze dann vielleicht eine Minute oder sowas. Und ich lasse hier auch nicht zählen, dass man sagt... Jetzt hättest du natürlich kurz auch einen Beweis zeigen können, aber ich kenne den Ausschnitt. Ja, es ging nur kurz. Da ging es nur um eine Bewertung auch, glaube ich, von 9 von 10 oder sowas. Oder ja, ist schon ganz hübsch oder so. Und ganz ehrlich, darfst du denn in Form deiner Meinungsfreiheit nicht äußern, ob du jemanden attraktiv findest oder nicht? Ich weiß es nicht. Jemanden zu verbieten, ob man jemanden hübsch findet oder nicht, ist eigentlich meiner Meinung nach eher das Schlimmere. Weil, mal ganz ehrlich, ihr schaut jemanden an, ihr findet den attraktiv oder nicht. Und ihr dürft das äußern oder nicht. Ne? Also jetzt im Chat, ich weiß ganz genau, ihr findet mich absolut attraktiv. Ihr könnt es auch gerne reinschreiben. Ich gestatte es euch. Massa-T etc. Nichts mit Limo etc. Ach, zu viel etc. etc. Mann, Mann, Mann. Die ist wirklich echt hübsch, aber der Charakter scheint kacker zu sein. Übrigens, ich habe gerade zitiert. Ich habe keine eigene Aussage getroffen. Ich bin ganz unschuldig. Ah. Naja, komm, Tim. Dir ist doch klar, dass das umgangssprachlich halt so gesagt wird. Denn sie übertreibt hier absichtlich. 20 Sekunden oder Stunden lang ist ein riesengroßer Unterschied. Und auch das nutzt sie wieder, weil sie sich an irgendwelche kleinen Strohhalme klammert, in der Hoffnung... Hoshi, formulier mal bitte kurz deine Aussage um. Gefällt mir nicht so. Du bist jetzt nicht mein Freund, unserlich, aber du bist ein netter Charakter. Ich bin der Main Character übrigens, denk dran. Ganz sicher. Wie gesagt, Attraktivität ist ja absolut subjektiv. Ne? Denk dran. Das ist einfach ganz wichtig. Nicht jeder gefällt jedem. Das ist einfach so. Oh. Olli, das gefällt mir. Ich will das Wort nicht erlauben, weißt du? Ich will das Wort echt nicht erlauben. Deswegen. Verstehst du, was ich meine? Deswegen muss ich das blocken. Jetzt bekomme ich Ärger von Peter. Warum? Warum solltest du von ihr Ärger bekommen? Also nee, never. Sagen zu können, ja guck mal, die waren hier aber in den 3 Sekunden ganz doof, aber das ging doch eigentlich eine Stunde. Deswegen, ich krieg gar keine vernünftige Kritik. Also ist auch das nachweislich gelogen. Und wenn das nicht gelogen ist, wie gesagt, schon... Wiederholt. Joka, dann gerne zerstör mich in einem Antwortvideo. Wenn sie mit mir redet, höre ich auf, Videos über sie zu machen, aber wenn sie sich weigert, kommen noch 20 Videos. Das ist die Narrative, die da spielt. Es geht um Kontrolle. Es geht um Macht. Menschen, die reaktionären Content machen in der Szene, haben versucht, mich dazu zu zwingen, mit ihnen in private Gespräche zu bekommen, zu gehen, um Kontrolle. Nein, das war ein Angebot und ganz ehrlich, es ist deren Recht zu kritisieren, wenn sie mit Falschaussagen beworfen werden. So wie Shoyoke selber permanent andere Menschen kritisiert, ist es auch Tim sein Recht, sie zu kritisieren, vor allem für Sachen, die sie halt als Falschaussagen droppt. Jeder hat Anne Shoyoke kritisiert dafür, was sie sagt. An Equalist übrigens auch, ne? Also, ich sag's ja nur, jeder hat sie kritisiert dafür. Und viele waren sachlich davon, sehr sachlich sogar. Freundlich sachlich. Reagiert aber eine Dame drauf? Nein. Also muss sie damit rechnen, dass noch mehr kommt, wenn sie wiederholt das bringt. Nicht so ungut. Sie hat die Situation sich trotzdem selber eingebrockt. Das kann man nicht abstreiten. Aber Sonderlord eben, mein Minecraft-Charakter hat einen Ballon auf dem Helm. Keine Ahnung, was an sich noch kann. Aber wenn ich Shift zum Schleiche, dann furzt das der immer. Erschreckt er immer. Was? Das gibt's nicht alles bei Minecraft. Meine Fresse. Ich kann am Handy nichts machen, alles gut. Mann, halt doch die Backen und lass es sein. Du hast Ruhe, die haben Ruhe und fertig, Mann. Ey, pups doch nicht so viel. Oh, lass die Bohnen drin. Dass sie weitermachen muss, so in etwa. Nein, ich will ja nicht mal, dass sie weitermacht. Ohne Scheiß, ich will nicht, dass sie weitermacht. Es gibt Streits oder Beefs, die sind unterhaltsam. Und es gibt Beefs, die sind halt nicht unterhaltsam. Am Anfang war es mit Shoyoke sehr unterhaltsam. Das muss man einfach sagen. Jetzt schlägt es in eine Richtung um, die wirklich langsam unangenehm wird.
Kontrolle und Macht über eine Frau auszuüben, an die sie sonst nicht rankommen. Und es wurde ganz klar kommuniziert, wenn ich mit ihnen privat rede. Hi, neu. Ich bin Zeki. Grüß dich. Entschuldigung, Jul. Ich musste den Witz fragen. Hi, du bist neu. Ich bin Zeki. Alter, mein Humor ist manchmal ganz, ganz, ganz weird. Worum geht's? Shoyoka, oh Gott, in kurzen Sätzen. Shoyoka hat kritisiert, darauf wurde sie kritisiert von Tim. Das hat sich jetzt über Monate gezogen. Jetzt hat alles abgeflacht, sie hat wieder angefangen, hat 1000 Lügen verbreitet und jetzt reagiert wieder Tim drauf. So ungefähr, das ist ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Nee, ich auch nicht, hab jetzt nicht viel mitbekommen, aber die geht mir jetzt schon auf meinen nicht vorhandenen Sack. Soll sie einfach aufhören und ihr Ding weitermachen. Ja gut, ich werde darauf halt reagieren. Ich gebe es ehrlich zu, ich nehme es, auch wenn, es wird sich nicht dran ändern. Ob ich reagiere oder nicht, es wird sich bei ihr nichts dran ändern. Aber ich nehme einfach meine Vorteile dadurch. Weil jeder, der mich jetzt versteht, wird auf jeden Fall ein Mensch sein, mit dem ich harmoniere. Mit dem ich sympathisiere. Das ist einfach so. Und warum soll ich das nicht dann nehmen? Achso, alles klar, danke. Dann höre ich mal ein bisschen zu. Wenn du Informationen haben möchtest auf... Oh Gott. Andere Reaction, da siehst du... Gott, eine Zusammenfassung. Gibt es irgendwo eine einfache, schnelle Zusammenfassung innerhalb von einer Minute? Ich weiß es gar nicht. Komisch, auf den Handys spackt das ein wenig. Manche Nachrichten kommen nicht an. Wait, please, a break. And not a KitKat. Schau im Chat, das ist nicht unbedingt auf Twitch. Deine alten Reaction, aber das ist keine Zusammenfassung. Ihr kennt mich. Ich laber lange. Wir sind jetzt schon bei 1:06. Wie oft läuft bei dir eigentlich Werbung? Man könnte es schon als RTL-like bezeichnen. 3 Minuten pro Stunde. 3 Minuten pro Stunde. Wenn es mehr ist, bitte aufzeichnen. Dann sende ich das an Twitch. Aber 3 Minuten, das ist nämlich dieser Limit, wo du dann etwas mehr erhältst. Dafür muss ich aber dann auch nicht drum betteln, dass irgendwelche Subs reinkommen. Vor allem später nicht. Ne? Also wenn genügend Leute zuschauen, sind die Einnahmen schon gesichert, ohne dass überhaupt jemand jemals spenden muss. Und dann kann man sich die 4 Euro woanders schön ausgeben. Für einen halben Döner zum Beispiel. Falls es bis dahin noch halben Döner gibt, für 4 Euro. Ich danke dir, Jules, für die Kommentare und für positiven Feedback. Ja! Danke, Ex! Danke für den Follow. Nice, grüß dich. Rede hören sie auf und wenn ich es nicht tue, dann machen sie weiter. Also wieder die Frage, was hat das damit zu tun, dass du eine Frau bist? Und ich will jetzt natürlich nicht angeben, aber ich habe bei Tinder über 700 Likes. Also an Frauen mangelt es mir nicht. Na gut, wenn man sieht, sind es halt noch 2, aber das passt schon. Also komme ich... Guck mal, hier. Die 700 Likes auf Tinder, gut, bescheuert, hätte ich jetzt nicht reingebracht, finde ich jetzt aber witzig. Aber wenn eine fetten Appetit sind, nur noch 2, das ist ein Spruch, den kritisiere ich auf vehement, weil er das so oft bringt. Ein Witz zwischendurch als Klischee könnte man gegebenenfalls noch akzeptieren. Aber er macht das jetzt schon wiederholt. Ich hasse das. Ich mag das auch nicht. Das gebe ich auch zu. Ich hatte jetzt 2 Blöcke in kurzer Zeit. Ach du Scheiße. Wie gesagt, bei mir sind, ich kann gerne nochmal das zeigen, dass ich wirklich nur 3 Minuten oder 3,5 Minuten pro Stunde habe. Wirklich. Tatsächlich, weil mehr will ich auch nicht. Ich will doch nicht mehr als bei Free Eve. Wobei, wenn die Werbung von Knossi läuft, dann können wir auch gern länger Werbung schalten. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das hätte nicht sein müssen, das hasse ich auch an ihm. Genau. Hassen ist halt das falsche Wort irgendwie dafür eigentlich, ne? Hass ist so was ganz Starkes. Shoyoka ist so neben der Spur. Gute Nacht, mein Schatz. Ja, Kuchenhumor muss man mögen. Ja, wie gesagt, manche Sachen verstehe ich, aber würde sagen, nein, geht halt gar nicht. Und manche Sachen verstehe ich und sage, das geht erst recht nicht, das ist Hetze. Und manche Sachen verstehe ich und sage, ja, schwarzer Humor, aber fühle ich nicht. Aber bitte, übrigens, keine Beleidigung gegen Shoyoka oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, ich verurteile sowas vehement gleich vorab. Wer sowas schreibt, ist weg. Wer sowas schreibt, ist sofort weg. Keine Gnade für Hater. Weil Tinder ja auch nur auf Äußerliche geht und nicht auf den Charakter. Sehr blöder Vergleich. Naja, im Grunde bewertest du in Tinder einfach nur erstmal die Äußerlichkeiten, oder? Wie gesagt, ich hätte die App noch nie installiert gehabt. Hatte ich ja noch nie nötig.
Ich bin so out of new apps und sowas. Bei Anblick von Knossi werde ich eher aggro und muss hart erbrechen. Ich mag den halt nicht. Echt? Magst du nicht? Ich find voll cool. Wie gesagt, Seven vs. Wild, für mich ist einer der Highlights Sascha und Knossi. Ich feiere die als Kombis, sind einfach so witzig. Wobei ich muss auch sagen, Anna und Affe und Hanna feiere ich auch absolut. Die toppen die Season richtig geil. Also ganz ehrlich, ich feiere sie auch gerade voll. Wo war ich jetzt? Ich habe irgendeinen Kommentar. Ich schreibe mir heute so viel. What the fuck? Ich komme nicht hinterher. Die Frage ist eher, ist Kuchen auch so privat oder ist das eine Kunstfigur? Ich vermute, dass Kuchen sehr viel überspitzt mit Absicht. Ne? Also, ihr kennt ja meine Stimme so. Ich rede ähnliche Art, aber wenn ich zum Beispiel nicht streame, rede ich etwas ruhiger. Nicht etwas so etwas. Jetzt mache ich natürlich ein bisschen mehr Bass rein, ein bisschen mehr Impact. Aber wenn ich normal rede, dann ist es etwas anders. Ich mag gerne diese Differenz zwischen etwas, was ich jetzt in der Öffentlichkeit habe und etwas, was ich jetzt normal rede. Vielleicht gibt es sich mit der Zeit. Ich kann es einfach nicht ablegen. Keine Ahnung warum. Und ich glaube, bei Tim ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, privat ist er auch nochmal ganz anders. Und ich könnte schwören, es sind bei vielen. Bei vielen sind privat nochmal eine ganz andere Sache. Wobei ich auch manchmal nicht unbedingt alles trennen kann bei Upper Red. Ich will nicht den privat kennenlernen zum Beispiel. Den würde ich nicht über den Weg trauen zum Beispiel. Ich mag Knossi auch nicht, aber also was heißt nicht mögen? Ich kann mit ihm einfach nichts anfangen, finde ihn nicht lustig oder amüsant. Wie gesagt, ich finde, da bringt es schon, ihn mal anzuschauen und zu wissen, wie er so manchmal tickt. Knossi habe ich bisher nur ein YouTube-Video angesehen mit der Area 51 und das war es auch schon. Ich habe von ihm noch nie ein Video angeschaut, kein Witz. Ich kenne ihn nur durch Seven vs. Wild und durch so eine Kochsendung. Ich habe Death Note geschaut, Greife ich in die Chipshütte, nehme einen Chip und esse ihn. Voll dramatisch. Jeder stellt sich im Internet nicht so hin, wie man in Real Life ist. Ja, es gibt aber Leute, die sind stark ausgeprägt auf eine Kunstfigur und es gibt Leute, die sind kaum ausgeprägt. Ich würde sagen, ich bin etwas kaum ausgeprägt. Wie gesagt, ich ändere nur meine Stimme. Und ich gestikuliere etwas mehr. Wobei ich da auch nicht unbedingt der Beste bin, ne? Ja, schon, das öffentliche Leben ist meistens privat ganz anders. Ganz anders würde ich aber auch nicht behaupten. Es ist schwierig. Ich kenne leider kaum Leute, die privat und streamermäßig kennen. Ich kenne drei Streamer privat. Und ich muss sagen, die sind vom Streaming her und vom Privaten kaum unterschiedlich. Aber wie gesagt, das sind etwas kleinere. Wobei, den einen müsste man vielleicht sogar inzwischen schon etwas kennen. Ich bin's jetzt. Den kenne ich persönlich, bei dem war ich schon. Vor allem witzigerweise, der ist beim Recap der, wo ich am meisten im Stream war, ne? Aber leider nur in Real-Verfilmung. Oh, nicht die Real-Verfilmung. No way. Bitte nicht. Weil ich mich interessiere und mich halt dafür und das war halt ein Video. Ach so. Das ist das ADHS. Mit den Gestikulieren mache ich aber auch. Wenn ich mich aufrege, dann mache ich das richtig viel. Ja, was soll der Scheiß? Blödes Packen. Oh! Entschuldigung, ich trinke gerade echt voll auf. Ich an Frauen wie dich ran. Okay, nein, das ist natürlich auch gelogen. Alle diese 700 Likes haben deutlich besseren Charakter als du. Wenn wir doch angeblich alles aus dem Zusammenhang reißen und überall lügen oder irgendwas hinzufügen, was eine Shoyoka hier ja nachweisbar noch gar nicht gemacht hat, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum man sich nicht einfach privat hinsetzen kann, um das Ganze zu klären. Offensichtlich sind doch dann die Fronten einfach verhärtet, man redet aneinander vorbei und um wieder eine normale Basis zu haben, könnte man doch einfach mal miteinander reden. Vor allem ganz ehrlich, beim Privat, da wird sie auch nichts verlieren. Da hat sie nicht die Scham, auf Kritik einzugehen. Sie müsste sich auch nicht in der Öffentlichkeit entschuldigen. Gegebenenfalls müsste sie nicht mal im Privaten entschuldigen. Also, grüß dich, ciao, Schul. Viel Spaß noch, einen schönen Abend noch, gute Nacht und viel Spaß in der Woche noch. Vielleicht sieht man sich wieder. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Vorbeischauen. Bye, bye. Kurze Anmerkung, ich habe kein Crunchyroll Premium. Und nein, ich werde keine ehrlichen Seitenkarten benutzen. Okay. Das, Linus, ist sehr ehrbar. Keiner macht mich mehr rar. Keine Ahnung, wollte irgendeinen komischen Reim machen. Aber ich verstehe es auch nicht, warum sie nicht das privat macht. Das ist, sie hat dadurch keinen Verlust, sie hat dadurch keinen Schmerz. Also im Grunde, theoretisch, sie würde dadurch auch keinen Schmerz erleiden. Mal kurz zu sagen, hey, lass uns doch mal privat reden, so am Telefon. Sie kann es doch versuchen.
Was verliert sie denn? Maximal ein paar Minuten. Und ich würde jetzt nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen, aber ich könnte schwören, dass Tim am Telefon trotzdem sie nicht beleidigen würde oder sonst irgendwas. Das würde auch für alle anderen gelten. Bei Skyros, wie gesagt, Skyros kann ich gar nicht einschätzen. Würde auch schwierig, da würde ich schon. Also von der Ranking her, wer als erstes beleidigen würde, einfach also ranten würde, wäre für mich, glaube ich, Tim. Dann Monte und dann Skyros. So wäre die Reihenfolge. Also am wenigsten bis zum meisten. Wer als erstes beleidigen würde, ohne Sinn und Verstand. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem bei allen wahrscheinlich gering genug. Würde ich sagen. Alex macht sich jedes Mal darüber lustig. Stell dir mal vor, da steht eine 1,60 Person vor dir und explodiert wie so eine Mini-Bonbon und gestikuliert. Okay, so wie du es beschreibst, ist es wirklich witzig. Es tut mir leid. Nichts gegen kleine Person. Ja gut, aber ich glaub, Alex ist ja auch nochmal einen Tick größer als der Durchschnitt, ne? Also, wie ist der deutsche Durchschnitt oder von der Körpergröße her? Ich glaube 1,76, 1,77, bin mir gerade nicht sicher. Und ich glaube, er war ja nochmal einen halben Kopf größer, bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher. Dann wirkt halt, der Unterschied ist dann noch krasser eigentlich. Ja, Schatz? Bist du da irgendwo? Hallo? Oh Gott, du explodierst ja gleich. Wenn sie ihn wirklich für ihren Stalker hält, dann darf sie nicht mit ihm sprechen. Aus der Sicht ist das richtig. Aber ist eben neutral betrachtet grottenfalsch. Und was ist dann mit Skyros? Was ist dann mit Monte? Er ist circa 2 Köpfe größer. Er ist schwierig. Hat er vielleicht einen kleinen Kopf? Also wenn er pupst, rieche ich das als erstes. Gut umschrieben. Aber nein, dann müsste nämlich Shoyoka ihre Opferrolle verlassen, müsste nämlich dann auch Fehler zugeben, weil sie nicht einfach irgendwas aus dem Zusammenhang reißen kann. Und das ist natürlich das Schlimmste, was sich eine Shoyoka so vorstellen kann. Die lebt wirklich so krass in ihrer eigenen Welt, ne? Es ist unfassbar, Alter. Aber wie ist das denn, wenn andere mit ihr nicht reden wollen? Du hast doch sogar mal in einem Chat angeboten, mit einer Person zu reden, die das da nicht wollte, oder? Es wird also nicht nur nicht gefragt, sondern auch das Angebot abgelehnt. Ja, ich werde ja auch geghostet. Ach so, ja, da ist es natürlich komplett schlimm, wenn man irgendwie geghostet wird und man möchte kein Gespräch mit ihr. Aber andersrum ist das natürlich komplett normal. Willst du noch mehr lügen? Habe ich parat. Diese Kampagne gab es, weil ich einen Computerspielpreis gewonnen habe und weil ich über J.K. Rowling... Haben wir schon dementiert? Kommentiert? Dementiert, keine Ahnung. Oh, ihr merkt schon, ich bin langsam selber durch. Haben wir schon gemerkt, dass es auf jeden Fall... Gut gestoppt. Nicht lustig drüber machen. Wenn ihr bei mir auch mal gut stoppt, dann kann ich auch mal nicht mal so haben. Das ist normal. Jetzt hast du mich rausgebracht. Mist. Monte, der hat doch jetzt ein Lied rausgebracht. Nicht schlecht allerdings. Er hat ein Lied rausgebracht? Habe ich nicht mitbekommen, schwöre. Habe ich echt nicht mitbekommen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Kampagne gab es, weil ich einen Computerspielpreis gewonnen habe. Widerlegt, danke. Das wurde schon widerlegt. Stimmt halt auch nicht. Und weil ich über J.K. Rowling und Transfeindlichkeit gesprochen habe. Deswegen hat man dich auch nicht kritisiert. Es gab eine andere Thematik. Es hatte überhaupt gar nichts mit den Leuten zu tun, um die es geht. Es gab 10 Videos zu meiner Person, bevor ich das erste Mal reagiert habe. Das stimmt halt auch nicht. Lass dich nicht ablenken. Sagt die im Chat, die jetzt mich ablenkt. Interessant. Auch das ist nachweislich eine Lüge. Ich habe ein Video zu Gronkh gemacht, wo auch Shoyoka drin vorgekommen ist. Danach kamen die beiden Videos zum Parabelritter und Hogwarts Legacy. Und das vierte Video war bereits das, wo du auf Kanzlei BBS zum Thema Volksverhetzung reagiert hast. Also wo habe ich, bevor du irgendwas gesagt hast, schon 10 Videos gemacht? Das ist einfach nachweislich ebenfalls gelogen, Bro. Genauso dämlich... Aber vielleicht hat sie auch alles zusammengerechnet von allen, die mal ein Video zu ihr gemacht hat. Sie hat einfach Shoyoka angegeben und hat zu dem Zeitpunkt gesehen, 10 Videos, aber von verschiedenen. Ne? Aber sie rechnet man halt alle bei Tim an, weil alle, die gegen sie sprechen, ist auf jeden Fall Tim Bubble, ne? Ist ja klar. Und das ist natürlich absolut alles misogyne Menschen, die hetzen und lügen, ne? Das ohne Nachweise, kennt man ja. Ist diese Aussage hier. Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, ne?
Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, dass die Leute, die diese Antifeminismus-Kampagne gegen mich seit Monaten fahren, teilweise selber schon über Monate, teilweise sogar über Jahre schon auf Twitch gesperrt waren, wegen belästigendem Verhalten und sich aus dem herausgeklagt haben. Aber in meiner Narrative haben es irgendwie ganz viele Leute wieder vergessen. Ja, Skurrus war... Tim Bubble Tea. Ja, Skurrus war ja gesperrt, stimmt ja. Das wusste ich jetzt aber auch nicht mehr. Über Jahre gesperrt. Aber ich verstehe hier ehrlich gesagt den Punkt nicht. Er ist ja vor Gericht gegangen und wurde dann ja quasi freigesprochen. Also ein Richter hat entschieden, nein, Skurrus hat nichts falsch gemacht. Also was genau ist jetzt dein Punkt? Dass Skurrus über... Okay, das ist aber bitter. Dann kannst du das nicht als Punkt nehmen. Etwas, was du verurteilst, was aber nachweislich ja, freigesprochen wurde. Also, wow, wow, wow. Also im Grunde, wenn ich jetzt jemanden anzeige wegen etwas, was er nicht gemacht hat und dann Jahre später einen Shitstorm hat und dann sagt, hey, du wurdest deswegen angezeigt, da muss ja was dran sein im Grunde. Das ist, ohne Scheiß, das hört sich an wie Frontal 21. Das hört sich an wie diese Gamer-Doku Frontal 21, wo es hieß, wie war das? Gewalt und, nee, Ballerspiele und wie war das nochmal? Ballerspiele und Rechtsradikal, Rechtssein? Hängt nicht zusammen, aber irgendwas muss da dran sein. Das ist ein absolutes laufendes Meme, was das angeht. Schaut mal einfach an, Frontal 21 Gamer. Ihr werdet gleich wahrscheinlich 100% was finden. So ein geiler Scheiß. Also wirklich, wir müssten das eigentlich mal im Stream zusammen anschauen. Wir schauen das am Samstag an und lachen darüber, wie peinlich manche Menschen sind. Wie man so etwas veröffentlichen kann, ohne sich zu schämen. Das müssen wir eigentlich so... Sollen wir das im Stream anschauen? Ich weiß gerade gar nicht. Also ich gestikuliere ungefähr wie Kuchen. Wieso? Mamma mia. Die Doku kenne ich. Ey, fast jeder Gamer kennt die und denkt sich, what the fuck. Also, dass man sich dafür nicht schämt. Über Jahre fälschlicherweise auf Twitch gesperrt gewesen ist. Hä? Also, die checkt nicht mal, was sie sagt anscheinend. Denn das ist ja schlecht für Twitch und nicht für Skurrus. Sie dreht sich wirklich alles so, wie sie es braucht. Aber ganz wichtig nochmal, Schölke hat noch nie gelogen und... Pippi Langstrumpf, sie dreht sich ihre Welt, wie es ihr gefällt. Ist ja auch generell ein toller Mensch. Aber warum bin ich jetzt eigentlich misogyn? Sich über meinen Beziehungsstatus Gedanken zu machen oder mir Dating-Anfragen öffentlich zu schicken, um mich zu demütigen, ist misogyn. Eine Dating-Anfrage ist eine Demütigung an eine Frau. Denkt dran. Das ist eine Botschaft, die bleibt. Die ist poetisch. Willst du mit mir essen gehen? Ich demütige dich damit. Warte mal, wenn man selber sich das als Demütigung empfindet, kann man nichts dafür. Wir bleiben bis Open End. Da sind wir bestimmt noch lange noch im Discord. Jesse, mach dir keine Sorgen. Aber hey, Alter. Ich will jemanden daten und der sagt, das ist eine Demütigung an ihn. Oder sie. Nur weil ich jemanden zum Essen einlädt, Alter. Oh, wenn ich sowas hätte... Wie war ihr Satz bei Aqualist? Ich kann schon verstehen, warum man sie beleidigt. Ich habe auch so das Gefühl. Nein, ich möchte es am liebsten auch gerne. War ihr Wortsatz? Das würde ich am liebsten wiedergeben, 1:1. Sehe aber es nicht ein, jemanden ja, dem gleich zu tun. Weil ich stehe darüber. Du checkst selber nicht, oder? Nee, das ist so krass. Du musst dir echt vorstellen, wie kann eine Essenseinladung eine Demütigung sein? Wenn es permanent öfters passiert, auf jedem Bild, könnte man vielleicht sagen, ja, es ist extra zum Spotten. Das könnte ich sagen, ja, könnte ich noch unterstützen. Aber es war ein Bild mit einem Kommentar. Und man muss halt, ich sage jetzt einfach so, wie es ist, das Bild sah ja auch nicht gerade schlecht aus. Das, sonst, keine Ahnung, warum man es sonst drunter schreiben würde. Abartig böse Kompliment. Wie schlecht willst du sein? Ja, es war ein ganz böses Kompliment. Willst du mit mir essen gehen? Ich habe extra für dich ein Stehen. Das wäre ein Demütigend gewesen. Sie wird anscheinend beleidigt, zu dünn zu sein. Deswegen muss man die zum Essen einladen. Oh mein Gott. Die Logik könnte stimmen. Ach so, ja. Aus Spaß nach einem Essen zu fragen, ist so misogyn, Alter. Unfassbar. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber wie sieht es jetzt eigentlich aus? Gehen wir mal essen oder eher nicht so? Weil ich saß ja wirklich, ich habe seit... Und das war ja offensichtlich, das war auf jeden Fall sarkastisch gemeint. Also, wobei ich glaube, man mit einem Tick Ernsthaftigkeit und hofft, dass man es vielleicht bei einem Essen klären kann. Bei dem Lieblingsveganer in Berlin.
wo sie Tobias Huch dafür angeprangert hat, Daten, also sie zu doxen, weil er veröffentlicht hat, in welchem Restaurant er ihr begegnet ist. In Berlin. Das ist für sie doxen. In Berlin. In fucking Berlin. Du findest da niemanden, Alter. Wenn ich da hingehen würde, ich wäre da selber, hätte mich schon selber verloren. In Berlin. Du sagst ein Restaurant in Berlin und du dockst dadurch eine Person. Ey. Also, da dachte ich, Alter. Da dachte ich mir, ey, Tobias, du hast mir schon echt voll leid. Nein, da hätte er sich selber am besten einen Kasten Bier bestellen müssen, wo er das gehört hat. Ey, oh. Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, wir gehen extra ins vegane Restaurant und wir warten uns unser Leben lang, bis die liebe Dame dort essen geht. Es macht sich keiner die Mühe. Und wer sich die Mühe macht, der ist absolut durch. Aber es macht sich keiner die Mühe. Das ist es nicht wert. Es ist eine Internet-Streitigkeit. Kein Mensch möchte sich so eine Mühe machen. Macht auch keinen Sinn. Und vor allem, es ist ein Restaurant, das von ihr Ewigkeiten entfernt. Das heißt, es muss sich auch überwinden, dort erstmal hinzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, sie dort anzutreffen, ist so maximal gering. Dann kannst du auch einfach random durch Berlin laufen. Da hast du wahrscheinlich genauso die gleiche Wahrscheinlichkeit. Aber ich muss da nicht essen, oder? Du, ganz ehrlich, vegan zu essen kann auch lecker sein. So ist es nicht. Also, jedem das Seine. Seit Januar, seit Februar habe ich mich immer wieder hingesetzt in meinen Stream und habe immer wieder gesagt, hey, hit me with Kritik. Oh, du fragst nach Kritik. Ja, das ist echt toll. Ja, weißt du, Schönker, noch besser wäre es aber gewesen, wenn du die letzten 11 Monate nicht jeden weggeblockt hättest, der dir im Stream Kritik gegeben hat. Jetzt mal ohne Witz, ich habe im Stream mal gefragt, wer von Schönker denn blockiert ist. Oh. Und 80% meiner Zuschauer haben gesagt, dass sie gesperrt sind. Ich weiß nicht, ob das 80% war, aber die Einser sind geflogen des Grauens. Die Einser sind geflogen, wie viele bei ihr gebannt sind. Das ist echt geisteskrank. Ja, sie möchte Kritik, aber wenn sie wirklich jeden Kritiker sperrt, das ist doch peinlich. Wenn sie nur die Kritik annimmt, die sie leicht beantworten kann, ohne Beweise zu belegen, ja toll. Dann hat sie halt keine gescheite Kritik bekommen. Ja, leider kann essen, was er will, aber für mich ist das nicht. Du hast wahrscheinlich nie vegan richtig probiert. So ordentliches, geiles, veganes Restaurant. Ich wette mit dir, du wirst es auch mögen. Ich wette es mit dir. Um so viel Geld würde ich wetten. Es ist gar keiner mehr da, der dir vernünftige Kritik geben kann, weil die alle gesperrt sind. Ja, du fragst öfter mal nach Kritik, aber wenn 50.000 Leute auf deiner Blogliste sind, die dir alle schon Kritik gepostet haben, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man da nichts mehr bekommt. Vor allem ist der Twitch-Chat doch auch nicht die richtige Möglichkeit, um dir Kritik zu geben. Die Videos hier beispielsweise sind doch viel... Ja, es gibt Videos, wo Kritik geübt wird, es gibt auf Twitter Kritik, es gab auch auf Discord Kritik, soweit ich es gesehen habe. Ich glaube, auf jeden Fall in DMs und E-Mails sind auch Kritik geflogen und sachliche, ordentliche, normale Kritik. Wie kann man das ignorieren? Also, wenn es auf jedem Kanal gibt, irgendwo muss doch eine Kritik ankommen, aber anscheinend nicht. Nee, noch nie. Ja, würde das gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, veganes Essen kann auch super lecker sein. Es kann super lecker sein. Das muss nicht, aber es kann genauso. Wie, es gibt auch Fleischsachen, die man nicht mag. Oder würdest du einfach mal gemütlich... eine Niere essen oder eine Leber oder irgendwas oder Haggis, gefüllter Schafsmagen-Dinger, würdest du auch nicht essen. Aber, ja, guck, aber ich meine, es gibt Fleisch, was man nicht mag, es mag auch Gemüsesachen, die man nicht mag. Warum aber vegan insgesamt als ablehnen? Das meine ich halt. Besser, weil ich das Ganze ja vernünftig aufarbeite. Leute schreiben dann kurze Kommentare, wo sie sagen, was sie an dir nicht mögen. Du interpretierst da sowieso irgendwas Falsches rein oder kannst dich nicht an irgendwelche Sachen erinnern und sagst dann... Leber ist aber lecker. Sagen viele, witzigerweise. Das sagen wirklich viele. Ich bin noch abgeneigt. Wie gesagt, der Witz dabei ist, wenn man mir nicht sagt, was ich esse und das sieht nicht unappetitlich aus, würde ich es probieren. Was ist der Witz dabei? Es darf nur nicht so nach außen. Ich habe zum Beispiel, ich esse Pilze nicht wegen der Konsistenz. Wenn du mir aber zum Beispiel ganz, ganz klein schnippelst oder sie knusprig brätsch, esse ich sie. Interessant. Schrimps mag ich nicht, weil sie so aussehen und wegen diesen Knacken. Wenn du sie aber ganz klein schnippelst, kein Problem, esse ich. Und so geht es wahrscheinlich auch bei anderen Sachen. Vielleicht würde ich was. Alter, Zwiebel kann ich wie einen roten Apfel reinbeißen. I love it. Niere oder Bäuschel, Lunge oder andere in der reinen Soße, lecker. Boah, nee.
sag mir, das ist Hackfleisch, ich esse es und danach sagst du mir im Nachhinein, ey, das war Lunge oder Niere, dann habe ich kein Problem damit. Alter, Knoblauch, ich würde überlegen, ob ich mir wirklich mal als Challenge mache, einen Knoblauch pur zu essen. Ich habe noch nie einen Knoblauch pur gegessen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich liebe diesen Geruch, ich liebe den Geschmack von Knoblauch. Es kann nie genug sein. Die pure Knoblauch schmecke ich ja. Also, wenn du so schnippelst, hast du ja den Finger, lecker. Aber im Essen schmecke ich sie nie. Ich kann 5 Knoblauchzehen reinmachen, ich schmecke das kaum. Ich habe voll die Resistenz gegen Knoblauch, was den Geschmack angeht. Das ist geisteskrank. Dann, nö, das ist aber gar kein Punkt. Also, wenn du auf Kritik eingehen möchtest, dann guck dir doch dieses Video hier an. Denn hier habe ich so viele Lügen von dir in diesem Video drin, dass das eigentlich reichen sollte als Kritik. Ich habe mir die Beiträge ja angeguckt. Guten Tag, Grass-Tricker, wie geht's? Einen schönen Abend. Im Internet muss man doch höflich sein, nein. Alles gut, mir tut Shoryuka leid. Bis zu einem gewissen Maß muss ich sagen, ja, mir auch. Mir tut es aber vor allem eigentlich leid, dass sie es auch nicht versucht zu verbessern. Dass sie nicht irgendwie versucht, damit so umzugehen, damit man auch damit leben kann. Entweder mit kompletter Ignoration, hätte sie aber am besten auch jetzt nicht weitermachen müssen. Sie hätte es dann weitermachen müssen. Und nicht am Punkt, wo es gerade aufhört, wieder neu anfangen. Oder wirklich einfach mal auf die Videos reagieren. Auf irgendeins oder offline irgendwas. Es gibt Möglichkeiten, das zu beheben. Es ist halt schade. Es ist schade. Hoher Knoblauch ist lecker auf Butterbrot. Ja, das hast du gesagt, das ist geil. Ich liebe den Geruch von Zwiebeln, wenn das gebraten ist, aber finde das eklig zum Essen. Boah, gebratene Zwiebeln. Kässpätzle, richtig geile Kässpätzle. Und dann Zwiebeln drüber, Roschzwiebeln. Oh, also frisch geröstete Zwiebeln. So lecker. Noch ein bisschen Salz, ein bisschen Petersilie und man merkt, Alter, ich bin so richtig fokussiert auf Kässpätzle. Ich mach die so gerne. Man kann ihre Meinung mal einfach so lassen. Bei Meinung würde ich sagen, auch absolut ja. Bei Lügen, nein. Wenn sie Lügen raushaut, dann muss sie damit halt rechnen, dass Kritik hagelt. Das ist halt einfach so. Ich liebe Rumpsteak. Ja. Oh. Zum Glück haben wir hier nicht die wilde Veganerin. Sonst wäre sie ganz, ganz böse auf dich. Mit ein bisschen Salz drauf. Dicke Butter auf dem Brot und Knuffi abgerundet mit Prise Salz. Ein Traum. Hey, ich habe vorhin gegessen. Hört auf. Sonst kriege ich wieder Hunger. Bei mir ist es leichter, an einer Hand aufzuzählen, was ich mag, anstatt was ich nicht mag. Vielleicht hat man sie aber auch noch nie richtig kredenzt. Ne? Also, die ist doch jetzt. Das ist. Witzigerweise, das war die Ironie. Wilde Veganerin ist das auf OnlyFans. Die militante Veganerin ist die Veganerin selber. Angeschaut. Leute sagen mir, hey, reagier doch auf die Kritik. Und ich bin halt jedes Mal so, okay, was ist denn die Kritik? Ja, ich habe das im Skript falsch gemacht, aber keinen Bock neu aufzunehmen. Also Shoryuka, wenn du so unbedingt Kritik willst, ich gebe dir seit 11 Monaten Videos, wo ich dich kritisiere. Und selbst wenn du sagst, ja okay, die Kritik ist aber nicht gut, dann kannst du ja trotzdem darauf eingehen und das Ganze einfach mal richtig stellen, oder nicht? Sollte ja dann eigentlich kein Problem sein. Was kann ich abschließend dazu sagen? Shoryuka lebt halt wirklich in ihrer komplett eigenen Welt. Sie verdreht alles komplett, sie lügt am laufenden Band, interpretiert immer irgendwelche falschen Dinge rein und sie ist trotzdem immer noch diejenige, die sich komplett in die Opferrolle stellt. Ich komme darauf halt wirklich nicht klar. Sie ist einfach der weibliche Drachenlord. Und trotzdem bin ich für Shoryuka der Böse in dieser Geschichte, ne? Ey, ich fass es nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt. Wie gesagt, der Vergleich zum weiblichen Drachenlord finde ich jetzt nicht gut. Also den muss ich sagen, den sage ich auch, das ist zu viel. Weil das motiviert vor allem die Drachenlord-Szene. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Wirklich nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Jo, Freunde der Lügen. Und nochmal, also ein gutes Video, kann man einfach nicht sagen. War auch sehr sachlich, bis auf den einen Scherz, den wir auf jeden Fall kritisiert haben. Ich glaube, ich habe eigentlich schon echt alles gesagt. Und dass jetzt aber 2000 YouTuber draufhauen, muss aber nett sein. Da kommen wir jetzt mal auf den Kommentar an, von Restricker. Was heißt hier draufhauen? Die meisten Reaction-Kanäle spiegeln das wieder, was sie falsch macht. Warum reagieren denn so viele YouTuber drauf? Weil sie mit Absicht vehement maximal alles verweigert, was ihr nur gut tun könnte. Sie hat so viele Möglichkeiten, das zu lösen. Und ich rede hier nicht nur von Öffentlichkeit, ich rede hier auch von Privaten. Und viele, auch viele der Reaction-Streamer und auch viele der eigenen Tim
und Monte sind dafür, das zu klären. Auch offline, ohne Reichweite, ohne extra nochmal Geld zu kassieren. Es gab die Möglichkeiten, es gibt immer noch die Möglichkeiten und sie geht nicht drauf ein. Und ja, man könnte es in Ruhe lassen, aber warum, wenn es viele darüber kommentieren möchten und ihr Statement abgeben? Ich meine, es gibt Dutzende, wenn nicht sogar zigtausende Menschen, die sich auf sagen, Soli Toyoka und die das dementsprechend sich auch positionieren, wo sie sind. Warum sollte es bei YouTubern nicht anders sein? Das ist jetzt die Frage. Und man kann es lassen, ist aber jetzt auch keine Schande, wenn man hier versucht, sachlich das anzugehen und nochmal vielleicht ein anderes Statement reinzubringen. Vielleicht findet sie alle anderen sympathisch und genau dieser eine, irgendein YouTuber, der zum Beispiel der Gongon, der hat einen Brief gemacht. Vielleicht genau dieser eine YouTuber schafft es, sie zu erreichen. Und vielleicht schafft sie es dann doch noch, die Kurve zu bringen und vielleicht wird es dann besser. Für sie, für alle anderen. Weil ich, ganz ehrlich, ich glaube, kaum jemand hat noch Bock drauf. Nicht mal die, die irgendwo dran verdienen, ja, irgendwo schon, aber es ist halt deren Job und sie wollen vielleicht auch nicht immer nur die Thematik. Deswegen, ich verstehe es nicht. Und das ist ja auch kein Draufhauen, es ist Kritik üben. Und Kritik kann man nur dann üben, wenn auch Kritik irgendwo angebracht ist. Ne? Und es ist ja sachlich nachgewiesen, bewiesen, deswegen reagieren auch so viele Leute drauf. Ich kann nirgends ein Restaurant gehen, weil ich nichts essen kann, weil gefühlt überall Zwiebeln drin sind. Dann einfach drum bitten, ohne Zwiebeln und dann passt das. Kannst du wirklich bei jedem Restaurant machen, ne? Die meisten würden sagen, oh mein Gott, aber mach einfach. Der Kunde ist im Restaurant witzigerweise der König. Wenn du sagst, hey, du möchtest gerne noch einen Pilz dazu haben oder du möchtest gerne noch einen Shrimp dazu haben oder irgendwas, Restaurants achten sehr stark darauf, dass sie ihren Wunsch erfüllen. Ne? Witzigerweise, es gibt sogar Restaurants, wo du sagst, hey, wenn du was bestellst, die Portion ist zu klein. Ey, Entschuldigung, ich bin immer gar nicht satt geworden. Manche Restaurants füllen sogar noch mal gratis ein bisschen nach. Solche gibt es sogar auch. Sowas hatte ich auch schon. Oder ich hatte mal eine ganz unten eine verkrustete Pizza gehabt. Nee, ich habe eine Pizza gehabt. Da war nicht mein Lieblingszeug drauf. Thunfisch und Ananas. Die meisten Leute würden jetzt mich hassen. Ich liebe die Kombi. Salzig und süß. Aber sie haben vergessen, Ananas drauf zu machen. Vielleicht, weil sie denken, oh Gott, was für ein Banause. Ist ja egal. Mag unterschiedlich. Ne? Lass die Leute leben, was sie gern essen wollen. War auf jeden Fall nicht da. Ich so, ey, Entschuldigung, sie haben die Ananas vergessen. Oh ja, machen wir ganz schnell. Ich kann keinen italienischen Akzent, das waren aber Italiener. Der hat halt so cool gesprochen, war auch voll sympathisch. Kommt die Pizza wieder, esse und dann merke ich so, was ist denn jetzt los? Guck unten, total schwarz, sagt die, okay, ich will nicht typisch deutsch sein, beschwer dich nicht. Ich habe zwei Stücken Pizza gegessen oder so und dann esse ich nochmal und dann kommt er wieder vorbei, der Besitzer. So, ey, das geht aber gar nicht, total schwarz. Nein, lass liegen. Geht zurück, kommt mit einer frischen, richtig dampfen, geile Pizza und dann auch noch ein Pizzabrot da. Ist doch geil. Manche Restaurants sind wirklich bemüht darum, wie geil geisteskrank diese bewirten. Und auch auf die Kunden achten. Und sowas schätze ich ungemein, vor allem in der heutigen Zeit. Heute will man nur das Geld machen, aber die Leute, die auf die Kunden so achten, eingehen und auch mit dem Lächeln das Ganze machen, mit dem Lächeln begegnen, auch im Einzelhandel, die liebe ich über alles. Die machen es genau richtig. Ich glaube, viele, die reagieren und zuschauen, verstehen einfach nicht, warum sie das macht und nicht regeln will. Das ist ein Fassungslos und man möchte das eigentlich verstehen. So schätze ich es an, ja. Vielleicht auch den Unmut aussprechen, den man über Monate gesammelt hat, weil man hat immer noch keine Antwort. Und ihr wisst ja, Menschen wollen auch eine Antwort haben, ein Ende haben. Nicht ein Schrecken ohne Ende, sondern ein Ende mit Schrecken. So ungefähr. Menschen wollen ein Ende finden. Ne? Nur die Wurst hat kein Ende. Hat zwei Enden. Kein Ende. Guten Morgen. Wieso reden die nicht miteinander, sondern übereinander? Erinnert an Leroy. Bei der Leroy-Thematik bin ich nicht ganz drin, deswegen kann ich dazu mich gar nicht äußern. Ich habe auch das Video immer noch nicht angeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, warum? Verstehe ich auch nicht. Aber sie sagt ja, sie hat ja am Anfang gesagt, sie redet nicht mit ihm wegen der Volksverhetzung. Die Volksverhetzung war aber der Grund, den sie noch nicht kannte. Was der Vordergrund war? Keine Ahnung. Hat sie Gerüchte gehört, er ist ja reaktionär rechts, zum Beispiel. Hat sie Gerüchte gehört. Aber selber geprüft nicht. Und das ist auch so ein Problem. Beide Seiten anschauen. Weil dann wäre in der Öffentlichkeit nicht mehr dabei. Aber ob wirklich Pia das wirklich möchte noch? Ich
Ich glaube nicht. Ich glaube, die hat auch wirklich keine Lust mehr. Und ich wünschte, dass sie es auch selber einsehen würde, aber kann man nichts machen. Ich sag zu dem Spruch jetzt nichts. Sie lässt es lieber in ihrem Stream und erzählt immer neue Lügen. Ja, sie fängt ja auch immer wieder neu an. Das ist der Witz dabei. Sie fängt doch mal neu an, über die gleiche Sachen, die überall kritisiert wurden, nochmal genau die gleiche Scheiße rauszuhauen. Das mal, das versteht keiner. Ich mag Zitroneneis mit Schokosoße. Lecker. Das klingt echt gut. Ich mag zwar kein Zitroneneis, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich mag zum Beispiel Pfirsicheis mit Schoko oder Erdbeereis mit Schoko oder Bananeneis mit Schoko. Ich stehe auf Schoko und Banane und Erdbeer. Meine Güte, ich finde es so ziemlich einfach, ne? Ananas auf Pizza, krank und ganz viel Pfui-Bar. Geschmackssache, mein Lieber. Oschi, ganz, ganz, ganz großer Geschmack. Jeder hat ja eigene Vorzüge. Witzigerweise, es gibt auch viele Gerichte, die in italienische Gerichte, wo die Soßen mit Schokolade angereichert werden. Wusstest du das? Die in der Eisdiele, wo ich bestellt hatte, fragten mich, ob ich schwanger wäre. Oh, das ist fies. Das ist ein Fettnäpfchen. Das ist ganz, ganz krasse Fettnäpfchen. Mir wurde am nicht frischen Essen. Was? Mir wurde mal nicht frisches Essen geliefert. Der gebackene Käse war schon hart. Du meinst einfach nur, es war so kalt, dass er hart wurde schon. Oder wie? What? Gleich sagen, nö. Der ist falsche Ware. Fertig. Block 4, ich sag ja schlimm. Block 4, war wie. Egal. Erstmal an alle, die jetzt noch hier die Reaction durchgeschaut haben, vielen, vielen lieben Dank. Wir machen jetzt hier weiter im Stream, ohne dass wir aufnehmen. Ich muss ja noch ein bisschen lästern. Mache ich übrigens nicht. Also vielen lieben Dank. Es gibt ein riesen, riesen Dankeschön. Danke. Dass ihr auch geil supportet. Haut rein. Liebe geht raus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.